Hallo, ich begrüße Sie zur wissenschaftlichen Tagesschau heute, Talks am Telefon. Ich begrüße unseren heutigen Gast. Bitte stellen Sie sich ganz kurz vor. Ja, guten Tag. Mein Name ist Thomas Feeth. Ich arbeite schon seit ca. 25 Jahren an einem möglichen neuen Modell bzw. einer Lösung unserer Wirtschaftsprobleme. Ja, danke. Ihr Bild ist jetzt auch im Bilde. Ich sehe es auf der Kamera, auch gut zu sehen, ja. Und wir fangen immer so traditionell an, dass wir sagen, wir sprechen, das war gestern auch sehr wichtig, im gestrigen Talk, über das Weltbild und das Menschenbild, und das machen wir einfach nach der Zeitskala. Ich weiß nicht, haben Sie doch auch einige Bilder zugeschickt bekommen in der neuesten Mail, ja? Richtig. Genau, und da sozusagen gehen wir jetzt mal drauf, also heute World Council of Wise People, Next Scientists for Future, im Gespräch mit Ihrem Modell, und ich gehe auf diese Zeitskala. Haben Sie dieses Bild? Die Zeitskala ist offen. Ja, super. Dann fangen wir jetzt an, und ich beginne kurz mit unserer Einführung unseres Weltbildes. Ja, also, Naturwissenschaftler wissen, wann sie was wissen und wann sie was nur glauben. Und wir glauben einfach, dass uns die Forscher nicht betrogen haben und belogen haben, die gesagt haben, dass vor 13,8 Tausend mal 1 Million Jahre, kurz 13,8 Milliarden Jahre, ein unvorstellbar langer Zeitraum, dass dort angeblich mit irgendeiner Form des Urknalls unser Universum begann und startete quasi aus dem Null und Nichts heraus, wie Professor Stephen Hawking sagen würde. Und vor 10 Milliarden Jahren evoluierte sich uns angeblich ungefähr unsere Galaxie, die Milchstraße, und streiten wir nicht über 1-2 Milliarden Jahren, und vor ungefähr 5 Milliarden Jahren evoluierte sich unser Sonnensystem mit Sonne, Mond und Erde, und vor 4-3 Milliarden Jahren evoluierte sich ungefähr unser Leben, also DNS, Genom, Desoxyribonukleinsäure, Chromosomen und so weiter in den Vorformen und evoluierte sich dann. Und dann haben wir so, passierte erstmal nichts Nennenswertes, ganz viel Leben entstand, Pflanzen und so weiter. Und dann sind wir bei 1 Milliarde, also jetzt sind wir oben bei 1 Milliarde, und dann kümmern wir uns dann so um die nächsten, in meinem nächsten Beitrag, um die nächsten die letzten 138 Millionen. Also wir quasi die riesige Zeitskala haben wir jetzt schon abgelaufen, und jetzt kümmern wir uns um den letzten 1,38 Millimeter dieses Bandes, und die ziehen wir dann im nächsten Gang dann auf 138 Millionen. Aber dann erstmal sind Sie dran sozusagen. Ja? So, jetzt sind Sie dran. Haben Sie irgendein anderes Weltbild für die Anfänge unseres, also die Geschichte, die Vorgeschichte unseres, bevor dann Wirtschaft entstand und Menschen entstanden und Gesellschaft entstanden? Haben Sie eine andere Weltentstehungskonzeption, ja? Nein, auf keinen Fall. Ich vertraue auch den Wissenschaftlern. Ja, Sie hoffen auch, dass man uns nicht belogen hat. Ja, genau. Ich schaue mir das auch immer mit sehr großem Interesse an. Ja. Vor allen Dingen, Sie wissen ja, ich bin Psychologe, interessiere ich mich da für die Evolutionspsychologie im Besonderen. Ja. Und da fällt mir halt auf, bei den Insekten kann man das ja noch mal ein bisschen genauer sehen, da die stehen noch im Lebenskampf, im echten Lebenskampf. Wenn man da nicht aufpasst, ist man ruckzuck gefressen. Und aus diesem Erleben heraus bilden wir unsere Psychologie. Ja, wir stammen praktisch aus einer wilden Welt. Ja. Und ich gehe diesbezüglich halt davon aus, dass wir nicht in der Lage sind,
unser Handeln emotional zu kontrollieren, ja, nicht vollkommen. Wir unterstehen diese Entwicklung praktisch, ja, dieser wilden Entwicklung. Und dementsprechend handeln wir, ja. Es ist also uns nicht möglich, mental zu geben, ja, mental, also zu teilen, damit haben wir Probleme, ja. Und dafür müssen wir uns mechanisch begrenzen, sozusagen, ja. Und darauf baut meine Lösung unsere Probleme auf, ja. Eine mechanische Lösung der Probleme mit der Finanzwelt. Heutzutage ist es die Finanzwelt, ja. So, das war erstmal meine Einleitung praktisch. Genau in der Zeit. Sehr schön. Dann so viel Ihre erste Einleitung und ich mache jetzt meine nächste Einleitung. Also, in aller Kürze. Sie sehen es auf dem Bild, die Zuschauer sehen jetzt auch wieder diese 13,8, da hänge ich jetzt quasi eine Null dran und sage, das sind 138 Millionen Jahre. Da müssten schon, wenn die Evolutionspsychologie und Evolutionsbiologie beide zusammen recht haben und die Paläoanthropologie, müssten da schon diese großen Dinosaurier, die wir aus Jurassic Park kennen, rumgelaufen sein, Tyrannosaurus Rex, Brontosaurus, Raptosauren und so weiter. Und dann gehe ich in der Zeitskala wieder weiter und frage Sie, haben Sie schon mal gehört, das soll angeblich irgendwas ungefähr vor 65 Millionen Jahren soll was Wichtiges passiert sein. Haben Sie da schon mal was gehört? Ich wüsste jetzt nicht genau, was Sie meinen. Nö, das ist angeblich soll da so ein Komet runtergefallen sein. Ach, ja, gut. Und soll da sozusagen irgendwie zeitgleich dazu, man weiß nicht, ob es eine Kausalität gibt, aber irgendwie zeitgleich dazu soll es irgendwie nach und nach zum Aussterben der Dinosaurier gekommen sein, der Großen, ja. Und, richtig, ja. Ja, und dann sollen unsere Vorfahren, unsere Urgroßmütter und unsere Urgroßväter sollen damals noch ausgesehen haben, so Springhörnchen ähnlich, mausähnlich und ja, so weiter. Genau. Und dann wirkte das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion. Wir sprechen ja ganz bewusst vom Naturgesetz, weil wir sagen, das ist mittlerweile so gut gestützt, dass wir das genauso wie die Gravitation im Universum als Naturgesetz betrachten müssen. Variation und Selektion formten dann also sozusagen dann den weiteren Gang der Dinge. Auf den Bäumen laufend bildeten sich sozusagen nach und nach affenähnliche Gestalten aus und dann sind wir dann nachher bei 13,8 Millionen, mache ich dann gleich weiter. Aber machen Sie erst einmal, was Sie dazu sagen, was Sie zu dieser Zeitskala von 138 Millionen bis 13,8 Millionen sagen würden. Ja, das ist soweit okay. Ist ja auch im weitesten Sinne bekannt. Ja. Es gibt da noch einige strittige Punkte, ob die Dinosaurier jetzt von diesen Kometen also betroffen wurden oder ob es vielleicht nicht doch ein bisschen voll auf der Erde schon war. Ja. Ja, ja. Und sie dadurch in gewisse Grenzen auch gekommen sind, ja. Also heute sagt man, der Komet alleine hätte es nicht geschafft, die Dinosaurier auszurotten. Aber das lasse ich einfach mal so stehen. Da wird sich sicher auch noch in der Zukunft Neueres zu finden lassen und die Sachen werden entsprechend angepasst. Genau, ich hatte auch so gehört, dass man das also alles mit sehr großer Vorsicht genießen solle, weil das noch nicht endgültig geklärt sei. Ne? So, jetzt meine nächste Äußerung ist dann also über die letzten 13,8 Millionen Jahre. Jetzt wird es nämlich richtig spannend schon, ja?
Ich gehe wieder runter in der Zeitskala auf 13,8 Millionen Jahre. Also bitte den Unterschied zu beachten zwischen Milliarden und Millionen. Da sollen wir laut der ZDF-Sendung Terra X die ersten Menschen 1 und 2 federführend auch Professor Friedemann Schrenk, auf den wir uns sehr stark beziehen, soll der berühmteste Paläoanthropologe in Deutschland, da sollen wir ungefähr so gorillaartig ausgesehen haben, mit großen Eckzähnen und sozusagen eigentlich eher wahrscheinlich eine haremsartige Lebensform gehabt haben und das Sozialsystem eher mit Gewalt gespickt, also Harem, Gorilla, King Kong, Thron, Männer doppelt so schwer wie die Frauen, ja, so richtige Kampfmaschinen, ja. Und so eine Geschichte sollen wir auch gehabt haben, dann so vor 8, 7, 6, 5 Millionen, 4 Millionen Jahren geht es ja langsam Richtung aufrechter Gang dann bei uns sozusagen. Und dann vor 4 Millionen Jahren aller spätestens sollen wir dann unsere Eckzähne endgültig verloren haben, im Gegensatz zu den Bonobos, Panpaniscus Bonobo, die ja von Professor Franz de Waal so als matriarchale Hippie-Affen bezeichnet wurden und wir die Eckzähne völlig verloren haben. Die Bonobos haben sie nicht ganz völlig verloren, weil sie manchmal noch auf die Jagd gehen, aber wir in der Savanne waren zu langsam, um Affen jagen zu können, brauchten deswegen auch gar keine Eckzähne mehr. Und dann hatten wir ein neues Sozialsystem. Vor 4 Millionen Jahren begann dann ein neues Sozialsystem. Ich mache hier mal Schluss, weil meine 2 Minuten erstmal rum sind und lasse Sie jetzt erstmal darauf antworten. Also ich bin jetzt gekommen von 13,8 Millionen Jahren bis 4 Millionen Jahren und habe dort versucht, unsere Urgroßeltern zu beschreiben. So, ja, was sagen Sie dazu? Ja, wie schon erwähnt, ein ziemlich wildes Leben hatten wir bis dato hinter uns. Die Bonobos sollen übrigens ein klein wenig abgeschnitten gewesen sein und so ein bisschen in so einer Insel gelebt haben. Mhm. Und möglicherweise konnten sie dort besser leben, mussten nicht so viel kämpfen und haben sich deshalb auch ein bisschen anders entwickelt, ein bisschen freundlicher. Ja, denn die Bonobos sind ja so recht freundlich. Im Gegensatz zu den Gorillas, die dann schon auch mal jemanden zerfetzen können, wenn die das wollen. Ja, ein Eindringling oder was immer. Ja. Auch die Schimpansen sind brutal. Ja, und sehr kräftig, ja. Man muss sie mit Vorsicht genießen. Ja. Also Zoowärter berichten da über schon erhebliche Verletzungen beim Umgang mit diesen Tieren. Ja. Die scheinen klein und süß, ja, aber die haben eine Menge Kraft und sind auch gelegentlich sehr aggressiv, wenn die sich angegriffen fühlen oder ihr Revier verteidigen oder. Woran wir wieder auch ableiten können, wie wir in etwa sind, weil wir ja auch gleiche Erfahrungen machten in dieser Zeit. Ja. Noch kein Piepen? Sie haben noch 10 Sekunden ungefähr. Ich habe noch 10 Sekunden. Okay. Und deshalb sage ich. Aber Sie müssen das nicht nutzen, die 10 Sekunden. Ja, deswegen sage ich ja, diese Erinnerung tragen wir auch mit uns. Ja. Und wir sind nicht in der Lage. Ja, gut. Ich lasse es erstmal so stehen. Ne? Ja, wir sind also genetisch geformt, ganz sicherlich, weil wir haben ja so eine ähnliche Evolution hinter uns. Wir waren alle in Afrika, wir waren alle, und die Bonobos waren, glaube ich, südlich des Kongo-Flusses isoliert sozusagen. Bisschen isoliert, ja. Die gemeinen Schimpansen sozusagen
haben irgendwie sehr wenig, man hat ja Studien gemacht und Tests, dass die nicht so eine hohe Kooperationsfähigkeit haben. Also Schimpansen sind so egoistisch, dass sie sich immer, wenn zwei Schimpansen was Kooperatives machen, dann nimmt sich der Stärkere das gesamte Futter und teilt nicht. Und dann bricht die Kooperation natürlich ab, während bei Bonobos, wenn sie denen Futter hinwerfen, die nehmen sich erstmal in den Arm, dann setzen sie sich neben, schmusen ein bisschen, dann setzen sie sich nebeneinander und teilen. Ja? Genau. Und diese, das sind die Unterschiede. Und diese hohe soziale Intelligenz, ich habe das auch gehört, dass man dann eben so sagt, ja, die hätten es irgendwie leichter gehabt, aber vielleicht ist das auch nur so eine Art Rechtfertigungssystem, dass man erklären will, warum wir jetzt eben monogam leben sozusagen und warum es für uns sei, normal sei, monogam zu leben, weil die Bonobos leben ja eine Art Gruppenehe, also eine urmatriarchale, urkommunistische, ursozialistische Gruppenehe sozusagen, wenn man das mal mit solchen Begriffen, die so ein bisschen aufgeladen sind, Sie wissen vielleicht, wir distanzieren uns extrem stark von dem sogenannten Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und der Pseudoplanwirtschaft. Also Stalinismus ist für uns ein rotes Tuch sozusagen. Aber wir sagen als Naturwissenschaftler, ja, also das mutet schon sehr urkommunistisch an. Und wir würden sagen, nee, die Bonobos sind einfach sozial intelligenter, kooperativer als die Schimpansen und deswegen friedlicher. Ja, ich würde es jetzt nicht so drauf beziehen, dass die Bonobos irgendwie sozial intelligenter sind. Ja. Schauen Sie, wenn das Futter knapp ist, ja, und dann entsteht ein ganz anderer Druck, ja, und möglicherweise hat die es wirklich doch auch ein bisschen besser, ja, und können sich leisten zu teilen, ja. Wir haben ja nicht nur mit uns selbst konkurriert, sondern mit anderen wilden Tieren, mit Löwen, mit Tigern und was weiß ich, ja, und die selbst wollten uns möglicherweise auch fressen, ja, also das war wirklich eine harte Zeit und da wird im Stammhirn ein Leerinhalt gebildet, ja, der ist halt dann so, wie wir sind, ja, konsequent egoistisch, ja, zunächst einmal ich, dann meine Familie und dann, ja. Deswegen stehe ich auch auf dem Standpunkt, ja, wenn wir es schaffen, ja, alle gleichmäßig zu versorgen, ja, wir müssen nicht alle reich sein, sondern einfach nur Dach über dem Kopf, was zu essen und einigermaßen Teilhabe am sozialen Leben, ja, dann werden wir uns auch davon befreien, von diesem Egoismus, ja, und ein bisschen sozialistischer werden, ja, in einem gewissen Rahmen, ja. Also ich bin auch gegen diesen Pseudosozialismus, ja, es war ja kein Sozialismus in dem Sinne, ja, das war eine Sozialdiktatur, ja. Genau. Ich meine, Lenin hat die Leute gezwungen, irgendwas zu machen, und wenn sie das nicht machen wollen, hat er sie reihenweise umgebracht, ja. Ja, genau. Also da, aber jetzt haben wir schon mal so ein bisschen einen kleinen Unterschied im Menschenbild gesehen. Es geht ja auch darum, die Unterschiede nebeneinander zu stellen, ja. Also im Menschenbild, weil Sie so sagten, ja, bei den Bonobos ist es vielleicht doch, weil die eine leichtere Situation haben und wenn bei denen die Situation schwerer würde, würden sie doch eventuell auch ihre Verhaltensstrategie ändern. Genau. Nicht sofort, ja, nicht in 15 Jahren. Nein, aber und ich sage jetzt mal, wie unser Menschenbild und Bonobo-Bild da ein bisschen anders ist. Wir sagen, ab einer gewissen, es ist ja so, dass das Gehirnvolumen von Schimpansen und Bonobos im Durchschnitt ungefähr gleich ist. Es liegt ja alles in der Größenordnung 450 Milliliter Hubraum sozusagen, Hirnleistungsfähigkeit.
Und das, aber unser Bild vom Bonobo ist tatsächlich so, dass ab einer, es gibt ja immer im Gehirn Schwerpunkte. Und wenn Sie beim Schimpansen haben Sie Schwerpunkte im Gehirn an anderen Stellen. Und beim Bonobo haben Sie Schwerpunkte in dem Bereich, in Bereichen, die wichtig sind für soziale Intelligenz, für dieses kooperative Element. Und da die Bonobos da einen gewissen Rubikon überschritten haben, sozusagen, sehen wir den Bonobo so, dass er eben dann auch in Krisensituationen nicht mehr zurückfällt in das Antagonistische, sondern beim Kooperativen bleibt. Denn man sieht, dass Bonobos, wenn sie andere Gruppen besuchen, mit denen Körperkontakt haben und dann kooperative Lösungen suchen, während die Schimpansen, wenn sie andere Gruppen besuchen, gibt es Mord und Totschlag bis hin zum Genozid. Also da sehen wir einen so, dass also ab einer bestimmten sozialen Intelligenzstufe dann der Pazifismus möglich wird. Ja. Jetzt sind Sie wieder dran? Ja, ich habe schon registriert. Ja, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Nur sage ich, stehe ich auf dem Standpunkt, dieses Verhalten, ja, wurde erst mal gelernt und dann als erfolgreich, ja, das ist der Punkt. Das wurde als erfolgreiche Strategie im Stammhirn der Bonobos manifestiert, deswegen bildeten sie diese soziale Kompetenz auf dieser Seite, ja. Und das geht auch nicht mehr so schnell weg. Ja, das ist erstmal eine erfolgreiche Strategie, ja. Aber ich würde sagen, über 10, 20.000 Jahre, ja, würde sich das auch eventuell wieder ändern. Und die Bonobos würden zu einer anderen Strategie kommen, wenn ihre Strategie nicht mehr funktioniert. Ja, also wenn absolute Knappheit herrschen würde und es würde ein Zwang entstehen, ja, die eigene Familie oder ein Teil des Stammes oder sie dadurch zu retten, dass man eben ja, halt selektiert, ja, wer bekommt welches Fressen wann. Dass sich vielleicht dann auch wieder dieses Alpha-Menschen bilden würde, das dann irgendwas bestimmt. Ja. Das wäre dann so der Unterschied, ja. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, ja, weil ich davon ausgehe, dass es alles gelernt ist und erfolgreiche Strategien im Stammhirn als Verhalten abgelegt werden, ja. Gut, ja. Und wir haben das halt jetzt nicht, ja, haben damit Probleme und müssten uns quasi jetzt, wo wir in Problemen sind, eine mechanische Lösung einfallen lassen, weil wir es emotional nicht lösen können. Wir können einfach nicht emotional sagen, okay, ich gebe alles, was ich habe, weg. Jetzt bin ich fertig. Ja, also, aber jetzt haben wir doch schon mal diesen Unterschied, haben wir schon mal im Blick, weil Sie jetzt auch so sagten, das wird also über Lernen eher auch im Stammhirn. Wir gehen ja davon aus, dass diese Sozialsysteme, dass das tatsächlich im Genbestand sich ändert. Ich mache nur mal ein Beispiel dazu. Ich habe das, muss dazu vielleicht ein paar Beispiele machen. Gorillas, die haben angeblich winzige Geschlechtsorgane, weil sie eben für das Sozialsystem Harem, wo ja der Gorillamann möglichst alle Männer vertreibt mit seinen Eckzähnen, ja, und seiner Körpergröße, und dadurch gibt es keine sogenannte Spermakonkurrenz, und dadurch braucht er eigentlich sozusagen nur so viel Spermien zu produzieren, wie er Frauen in seinem Harem hat, sozusagen, und dann müsste er jedes Mal nur ein Spermium abgeben, und das würde schon ausreichen, um die ganze Gruppe zu befruchten, sozusagen. Während dann Bonobos zum Beispiel und Menschen riesige Geschlechtsorgane haben, die eben für Spermakonkurrenz produziert sind. Und die großen Geschlechtsorgane haben sich ja nur genetisch evoluiert. Also da speichert sich in der DNS, speichert sich dann die Erfahrung oder der Selektionsdruck speichert sich in der DNS. In der DNS, genau.
Und dort, wir haben ja die zwei Informationsspeicher, das Gehirn und das Genom, ja. Und Gehirn und Genom als die beiden Informationsspeicher der Evolution. Und da ist es dann eben so, dass die Länge des Penis ja nur deswegen wichtig ist, damit eben damit man einen möglichst großen Vorsprung vor den Spermienarmeen der konkurrierenden Männer in der Gruppe hat, sozusagen. Ja, ja. Jetzt genau. Sind Sie wieder dran. Ja. Gut, das ist alles zunächst mal die Entstehung, ja. Und es gibt da aber auch Lösungen. Ja. Basis ist das Vertrauen. Ja. Ich sagte ja, wir sind emotional nicht fähig, einen Großteil unseres Habens wegzugeben in eine soziale Gemeinschaft, also zu teilen. Ja. Das, was wir erwirtschaften, behalten wir möglichst für uns, ja, als Sicherheit. Ja, weil wir nicht wissen, was der andere macht, ja, wie sich der andere verhält, oder wir glauben, dass wir wissen, wie der andere sich verhält, machen wir das so. Wir tun unser Geld auf dem Konto, ja, und sehen zu, dass es sich dort vermehrt, möglichst, ja, möglichst große Sicherheit schaffen. Ja. Wir können über diesen Schatten nicht springen, zu sagen, okay, machen wir Sozialismus, geben wir alles weg, teilen alles, ja, weil wir nicht wissen, wird der andere das auch machen, ja, wir können das auch, sagen wir mal, wir können in Deutschland keine sozialistische Kiste aufmachen und dann erwarten, dass die anderen da mitziehen, ja, die anderen werden unsere Firmen aufkaufen, zack, 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 und das befürchten wir und so leben wir halt, ja, und dafür wir uns eine Lösung einfallen lassen. Das heißt, wir müssen in Friedensverhandlungen gehen und Gespräche führen und wir müssen das abbauen. Das ist meine Meinung. Ja. Dafür haben wir jetzt die beste Zeit. Wir haben Kommunikationsmöglichkeiten und können das starten. Ja. Das war's. Ja. Ja, dann antworte ich sofort, indem ich auf die Bonobos eingehe. Sekunde, ich will nur gerade hier die Uhr so stellen, richtig wieder. Jetzt habe ich es ja. Ja, also da ist vielleicht auch wieder ein kleiner Unterschied schon im Urmenschenbild, denn wir sind noch nicht bei Menschen, aber unser Menschenbild hängt sehr wohl auch von der Bonobo-Forschung ab, weil wir denken, dass wir mit den Bonobos eine Parallelevolution sind. Wir sind quasi der felllose dritte Schimpanse, ist unser Weltbild. Und wir sind eine Parallelevolution mit dem Unterschied, dass wir ungefähr dreimal so viel Gehirnhubraum haben wie die Bonobos, also aus mehr, noch mehr Potenzial haben. Und zwar zu unserem Menschen- und Weltbild gehört, dass die Bonobos in ihrer urmatriarchalen Kommune ja laut Professor Franz de Waal ein bestimmtes Verhalten haben. Alles, was Männer an Nahrung finden, schenken sie ihren geliebten Frauen und Kindern der Kommune sozusagen, aber wieder aus egoistischen Gründen, wie Sie richtig sagen, wir geben das nicht einfach weg, auch die Bonobos-Männer geben das nicht sozialistisch, also pseudosozialistisch weg, selbstlos, sondern die geben das im gesunden kommunistischen Egoismus weg. Ich schenke als Mann alles den Frauen und Kindern, weil quasi biologisch dann die Kalkulation folgt, dadurch werde ich noch mehr geliebt, kriege noch mehr Zugang zu den Eizellen der Frauen sozusagen, weil sie mir noch intensivere Sexualkontakte schenken und dadurch bin ich glücklich. Ja? Und das ist die Bonobo-Strategie, die ist egoistisch und echt kommunistisch. Sie sind dran? Ja. Würden Sie zustimmen? Ja, dem stimme ich zu. Ja, ja, klar. Mhm. So ist das.
Es ist nicht alles nur der Eierkuchen, es hat alles seine Gründe, ne? Ja. Handlung bedarf immer eines Grundes, ja. Sonst würden wir da sitzen und auf der Banane rumkauen und still vor uns hin sinnen. Wir haben natürlich Gründe, so zu handeln, wie wir handeln. Ja, und das hat auch alles mit im Grunde genommen Sex zu tun, wie Freud das einmal so ausgedrückt hat, ja. Genau, mein erster Beruf. Ja, im Prinzip schon. Ja, kann man sehr stark davon ausgehen, dass alles natürlich mit Vermehrung und Bestehung der Art zu tun hat. Ne? Und natürlich mit den unmittelbar egoistischen Zielen, ja, ich. Ja, ich habe Zugang zu den Weizen. Ja. Und so weiter. Ja, das ist schon klar. Ja. Gut. Ja. Sie können weiter fortfahren. Ja, dann bin ich wieder dran. Ja, ja, gehen Sie. Gehen Sie voran. Genau das ist der Punkt, ja, dass also eben aus einem gesunden Genegoismus heraus, für uns gibt es also den gesunden Genegoismus sozusagen, sehr gut, ja. Ja, aus dem gesunden Genegoismus heraus können sich Menschen, also viele, viele Stalinisten wollen ja eigentlich immer darum, dass es nicht mehr um Leistung geht, nicht mehr um Egoismus geht. Die wollen eigentlich einen anderen Menschen, den sie aber leider nicht haben, und dann müssen sie ihn mit der Pistole dazu bringen, sozusagen, scheinbar selbstlos zu handeln. Nur komischerweise sind dann die Diktatoren nicht ganz so selbstlos dann. Ne? Ich weiß, Lenin war kein armer Mann. Ja, genau. Oder auch Honecker hat sich's auch wahrscheinlich gut gehen lassen. Ne? So, ja, ja, doch. Und deswegen also sozusagen unsere Überlegung ist da immer wir müssen uns klar sein, auch der Bonobo-Kommunismus ist ein leistungsorientierter, egoistischer Prozess, der zwar uns von außen vielleicht ziemlich liebevoll und sanft und erotisch und sexuell erscheint, aber im Prinzip kämpfen dann die Spermien im Unterleib der Frauen, und die Frauen haben ja bei uns und den Bonobos wohl einen Orgasmus-Ansaugreflex, den Desmond Morris beschrieben hat sozusagen, und führt eben dazu, dass da ein, wir können nur sagen, wir haben den Rivalenkampf beendet, die Eifersucht abgeschafft, die Bonobos haben die Eifersucht nicht, aber die Spermien sind eifersüchtig und konkurrieren. Und der Orgasmus-Ansaugreflex der Frauen entscheidet, welchen Spermienarmeen sie einen entscheidenden Vorsprung auf dem Weg zur Eizelle geben. Und das ist für unser Menschenbild schon sehr zentral. Sie sind dran? Ja, es ist schon für unser Menschenbild sehr zentral. Das ist schon klar. Aber Sie müssen übrigens die 2 Minuten nicht nutzen. Sie können auch sagen, Sie sind fertig, oder? Ja, dazu kann ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Es gibt auch nicht mehr so viel dazu zu sagen, ja. Was Sie gesagt haben, ist schon ganz richtig, ja. Und wir müssen das halt so hinnehmen, wie es ist, und das Beste draus machen. Das ist halt meine Meinung, ja. Aha. Und wenn wir jetzt weiter so machen wie bisher, ja, dann haben wir geschlafen. Dann wird sich das rächen. Ja. Ja, und deshalb ist es schön, dass wir reden, dass wir diskutieren. Und das ist auch Demokratie in der reinsten Form, ja. Und da muss es keinen sozialistischen Friede, Freude, Eierkuchen geben, das wäre ja auch langweilig. Denken Sie nur, ja. Wir wachen morgens auf, gehen auf die Arbeit, kommen nach Hause, ja. Und das ihr ganzes Leben lang, ohne dass sich irgendetwas tut, ja. Ich glaube, das würde keinem so richtig passen, ja. Es muss ab und zu mal was passieren. Ein Problem auftauchen, das wir lösen müssen. Ja, dafür sind wir gebaut. Ja. Das brauchen wir. Das gefällt uns. Ja. Gut, jetzt bin ich erstmal.
fertig. Ja, so. Ja, und da gehe ich mal weiter. Also jetzt haben wir ja schon sehr viel über das Menschenbild gesprochen, denn wir gehen davon aus, dass so irgendwie ab 4 Millionen Jahren wir uns so parallel, also so ähnlich wie die Bonobos, vor 4 Millionen Jahren hatten wir ja auch unsere Urgroßeltern auch noch ein Gehirnvolumen von ca. 450 Milliliter, dass wir eben uns da entwickelten, nur mit dem Unterschied, dass wir dann vor 2,5 Millionen Jahren, sagt Professor Friedemann Schrenk, hätten wir dann mit der Technik begonnen. Die ersten Steinhämmer und Steinmesser, die so systematisch hergestellt würden. Also nicht so ein Affe nimmt einen Stein und knackt eine Nuss, sondern so richtig systematisch Steinhämmerherstellung, Steinmesserherstellung sozusagen und damit der Startschuss zur Technik sozusagen. Und dann vor 2 Millionen Jahren, also da 2 Millionen Jahren so ungefähr Homo erectus, da ist dann auch wohl die Entwicklung, laut Professor Brengham, ist da wohl dann in die Entwicklung abgeschlossen gewesen, auch dass die Körpergrößenunterschiede, die Gorillas waren ja so riesig groß und die Frauen so winzig klein, also 2:1 sogenannter Geschlechterdimorphismus, Zweigestaltigkeit der Geschlechter, ja, und dass wir dann so auf bis zu 1,2:1 runtergegangen sind. Ein Rest an Körpergrößenunterschied kann wohl mit der Raubtierabwehr irgendetwas zu tun gehabt haben, ja. Dass wir in der Zeit vor 3 Millionen Jahren hatten wir ja durchaus noch mit Raubtieren zu tun, danach wahrscheinlich nicht mehr, denn mit den Steinmessern und Steinhämmern waren wir dann wahrscheinlich schon zu gefährlich geworden für die Raubtiere, ne? Und aber dann so vor 2 Millionen Jahren, dann müssen wir das Fell irgendwann dann verloren haben. Und dann ist die nächste Zeitsprung, wo ich mache, ist ungefähr bei 400.000 Jahren der späte Homo erectus. Aber erstmal sind Sie wieder dran. Ja, der Homo erectus, genau. Und meines Wissens nach hat er dann so nahezu die... wie heißen die großen Elefanten? Die Mammuts. Die Mammuts ausgerottet und hat sich dabei fast selbst vernichtet, fast selbst mit ausgerottet. Fing aber dann mit Ackerbau an, ja. Was ihn wieder gerettet hat. Ist das richtig? Zeitlich nicht ganz richtig. Der Ackerbau kommt erst vor 40.000 Jahren bis vor 10.000 Jahren. Also die Zahlen schwanken, aber man sagt ja im Allgemeinen, die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht war vor 10.000 Jahren und da war eigentlich schon der Homo sapiens dominant. Da hatten wir natürlich wir hatten bis vor 40.000 Jahren noch Erectus, nämlich den Neanderthalensis, den hatten wir ja in Europa, aber der hat mit uns nichts zu tun, nicht allzu viel zu tun. Ne? Okay, dann habe ich jetzt auch so einen Zeitsprung gemacht. Genau. Ja. Gut. Dann waren Sie mal fort. Ja, dann bin ich soweit. Mit der Zwischenzeit. Na, jetzt habe ich hier falsch gedrückt. Jetzt habe ich muss immer die Uhr zwischendurch richten, das dauert immer Sekunde. Ja, deswegen, also vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus befinden wir uns in Afrika, während andere Homo erecti, homines erecti oder wie man das lateinisch korrekt sagt, waren ja zu der Zeit schon auch ausgewandert aus Afrika. Also, aber die interessieren uns nicht. Die sind ja schon über die ganze Erde gezogen. Ja, wir haben ja die Homo erectus Auswanderungen, die sind ja schon lange gelaufen. Ja, aber uns interessiert ja nur Homo sapiens, weil wir das selber sind. Ne? Und in Afrika vor 4 Millionen Jahren bahnte sich dann vor 400.000 Jahren. Ich bin also auf der Zeitskala jetzt bei 400.000 Jahren. Ich kann das ja mal aufziehen für die Zuschauer. Ich gehe jetzt hier auf die 4 auf dem Zeitband und sage, das sind jetzt 400.000 Jahre. Ne? Und diese 400.000 Jahre, da passiert jetzt alles Wichtige. Laut der ZDF-Sendung Terra X 1 und 2, der wir also einen Zeitstrahl versucht haben zu unterlegen, der leider fehlt in der Sendung, aber das ging ziemlich gut,
haben wir also da die Erfindung, dass es langsam losging mit dem Erzählen können von erfundenen Geschichten. Und zeitgleich muss auch irgendwo das Gen FOXP2 sich ausgebreitet haben, dass also eine differenzierte Sprache und dann das spätere Verhandeln im Tauschhandel auch ermöglicht hat. Und insofern haben wir also sozusagen wahrscheinlich den FOXP2 als entscheidende Änderung beim Übergang zum Homo sapiens. Man sagt also in der Sendung, der Zeitstrahl passt dazu, dass wir sagen, Homo sapiens vor 300.000 Jahren. Aber erstmal sind Sie kurz dran. Ne? Ja, das sind auch die wichtigsten Zeitpunkte in unserer Existenz. Ja. Und dort entstehen unsere heutigen Verhaltensweisen schon. Und unsere Gene, die... Und unsere Gene, richtig, genau. Ich vergesse die immer wieder, Entschuldigung. Ja, genau. Und es bleibt aber nicht dabei. Wie gesagt, wir lernen in dieser Zeit noch mehr. Ja. Mit der Zeit, wissen wir ja, ja, entwickeln wir Werkzeuge, wir entwickeln Waffen, wir rotten uns zu Gruppen zusammen, ja. Wir agieren jetzt in Gruppen, ja, auch wenn wir gegeneinander kämpfen, kämpfen Gruppen gegeneinander und so weiter, ja. Ja, das nimmt in dieser Zeit seinen Anfang. Ich gebe weiter. Ja. Ja, da haben wir wieder einen Unterschied im Menschenbild und Geschichtsbild. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja die Sachen parallel nebeneinander stellen. Wir wollen ja dem Zuhörer, dem Zuschauer die Möglichkeit geben, zwei verschiedene Weltbilder kennenzulernen. Und für uns ist es quasi so, dass wir das, was wir bei den Schimpansen beobachten, diese Kriege zwischen den Gruppen, die Genozide zwischen Gruppen, dass wir die tatsächlich schon quasi in der Zeit bei vor 400.000 Jahren längst überwunden hatten. Dass wir also eher wie die Bonobos, es gibt auch Daten dazu, so auch schon so aus der Zeit vor 40.000 Jahren gab es jetzt gerade neuere Daten, dass die Gruppen teilweise größere Besuche gemacht haben über größere Entfernungen hinweg zu ihren Nachbarkommunen und dort dann tatsächlich sich, wenn die einen was brauchten, weil sie irgendeinen Mangel hatten, das wurde dann geliehen und wieder zurückgeliehen und so weiter. Ja, dass also da auch schon es so herrschte, denn wir müssen uns ja klar sein, bei Bonobos und bei Urmenschen, da gingen damals, haben nicht die Muttersöhnchen die Gruppe verlassen, sondern die Muttertöchterchen, also die Töchterchen. Ja? Und wenn die Töchterchen in die Nachbarkommune gehen und dort ihr Liebesleben entfalten sozusagen, dann sind ja in unserer Nachbarkommune sind ja unsere Enkelkinder, unsere Töchter und unsere Enkelkinder. Ja? Und dadurch ist natürlich immer eine starke genetische Verbindung zu den Nachbarkommunen gegeben. Und dieses sozusagen, und da wir so hoch sozial und so hoch intelligent sind, vor 400.000 Jahren schon ein Gehirnvolumen von, ja, 400.000 Jahre, was hatten wir da? Da hatten wir, glaube ich, schon einen Liter Gehirnvolumen, oder? Mindestens ein Liter. Aber erstmal sind Sie dran. Ja, ja, ich sehe das genauso. Es gab sowohl das eine als auch das andere, ja. Wir wissen ja auch, die Wikinger, die haben ein unwahrscheinlich großes Handelsgebiet gehabt, ja. Die haben da wahrscheinlich bis nach China runter gehandelt und auf der anderen Seite haben sie wahrscheinlich sogar schon Südamerika besucht, ja, weil dort sind bestimmte Gegenstände gefunden worden. Ja, wir hatten das eine wie das andere. Freundliche Besuche, Zusammenschlüsse, ja, genetische Vermischung, aber auch Kampf der Gruppen und
um Ressourcen und dergleichen, ja. Also eine wilde Zeit. Ja, wie genau es jetzt abgelaufen ist, ja, das könnte man mal so in einer großen Sendung mit Zeitskala, also das würde mir gefallen, ja, mal so einen richtig großen Aufriss mit einer schönen Zeitskala, wo man auch alle Aspekte dieses gesellschaftlichen Zusammen- und Auseinander- und Krisen, Kriege und alles Mögliche zusammenfasst. Und, ja, so eine Sendung würden wir gerne mit Professor Friedemann Schrenk zusammen mal machen, der leider nicht zum Weltrat gehört, noch nicht. Ne? Noch nicht, ja. Ja, ja, das wäre sehr aufschlussreich und interessant, genau. Gut. Ja, fahren Sie doch weiter fort. Ich habe jetzt zu diesen Zeitabschnitten nicht so viel zu sagen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, okay. Aber ich greife mal die Unterschiede auf in unserem Menschenbild. Also die Unterschiede sind an der Stelle, dass wir sagen, was Sie gesagt haben, kommt auch erst wieder später. Ich bin genau jetzt auf dem Zeitstrahl bei der 4, vor 400.000 Jahren immer noch. Warum? Weil dort etwas Entscheidendes geschieht. Denn die Sendung Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, sagt quasi, dort kam es zur ersten zum ersten Tauschereignis der Evolution. Da wurde in dem Film eine Kette getauscht gegen die Übergabe des Feuers und der Technik der Feuerbehandlung und Feuerherstellung. Ja? Also sozusagen. Und dieser Tausch ist ja der Grund, das für uns das Grundelement der Marktwirtschaft und des Kapitalismus, nämlich Tauschhandel kommt ja irgendwann. Und dann, ich gehe in dem Zeitstrahl mal zu 1,4. Vor 140.000 Jahren gibt es schon Beweise, laut Friedemann Schrenk, für den Fernhandel. Also da ist der Fernhandel schon nachgewiesen. Also muss der Nachhandel ja davor erfunden worden sein. Und wir gehen davon aus, dass der Homo sapiens eigentlich ein Homo Mercator ist, also ein Mercantilis, ein tauschhandelnder Mensch. Und jetzt wechseln wir zum ersten Mal dann das Bild. Denn wir müssen jetzt erklären, wie der Krieg und die Gewalt, was Sie ja eben geschildert haben, in die Welt kam. Und zwar gehe ich jetzt vom Bild her, gucke ich mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Wo ist jetzt die Maus? Die will wieder nicht so richtig. Ja, ich gehe auf das Bild, das nennt sich MGEAT. Ja. Mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Aber das mache ich dann in meinem nächsten Beitrag. Denn erstmal sind gleich wieder Sie dran. Ne? Gut, ja. Ab diesem Zeitpunkt, ja, fängt es für mich an, interessant zu werden. Tauschhandel. Ja. Dann die Erfindung der ersten Münzen. Ja. Und die Verwendung dieser. Ja. Und praktisch sozusagen die ersten Probleme mit Macht. Und Münze, ja, zum Beispiel die Ägypter hatten ja jetzt noch keine, sag ich mal, Zahlungsmittel in dem Sinne, aber die hatten natürlich Gold als Zahlungsmittel und ja, die hatten die ersten Führer, ja. Und die Römer waren ja da auch schon aktiv, ja. Die haben schon angefangen, die ganze Wälder abzuholzen, beide, ja. Beide fast zur gleichen Zeit. Da wird es für mich dann interessant, ja. Gut. Dann gebe ich jetzt erstmal ab. Das super, dann lege ich mal los und erkläre als erstes mal den Krieg aus unserer Sicht. Jupp. Also. Für uns ist es quasi so, dass da, also bis zu dieser Zeit wir eigentlich die Besuche bei den anderen Gruppen, dass die pazifistisch waren. Ja? Ja. So, aber jetzt kommt der Tauschhandel ins Spiel. Wir sagen da immer scherzhaft, die
freie Marktwirtschaft, das Doktor, das Chefideologen des Marktes, der Dr. Markus Krall. Im Internetfernsehen ist ja Dr. Markus Krall mit seiner Atlas-Initiative und seinem Buch Die bürgerliche Revolution. Der will uns ja den Neoliberalismus in der Höchstform auf den Hals setzen und er glaubt an die Allmacht des Marktes. Und jetzt ganz kurz hier, ich bin auf dem Bild links unten in der Ecke. Dieser Mensch links unten ist der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution. Und er sagt jetzt, ach, ich habe da gehört, eine Kommune hat die andere abends, nachts besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Und unten rechts, Der erste, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, der erste sich irrende Frühhändler und Früharzt der Geschichte, der Evolutionsgeschichte, und der irrt sich und der hat das falsch verstanden, einfach nur falsch übersetzt. Der sagt, eine Gruppe hat die andere abends heimgesucht und es war ein Blutbad. Ja? Und diese Geschichte löst natürlich Angst in den Zuhörern aus und die kaufen ihm seine Steinäxte jetzt nicht mehr zum Ernten und zum Buddeln ab, sondern die kaufen ihm die Steinäxte sozusagen ab, um sich schützen zu können oder eventuell einen Präventionskrieg zu starten. Wir töten die andere Kommune, dann kann sie uns nicht mehr überfallen. Also das heißt, Marktwirtschaft erzeugt den Krieg als Regression auf frühere Zeiten, aber durch gewinnbringende Irrtümer, also durch falsche Geschichten. Erstmal soweit. Ja, das Vertrauen wurde zerstört. Ja, das ist die Basis von Krieg. Ja. Denken Sie an den Irakkrieg. Die Basis des Zusammenarbeitens wird zerstört. Durch Angst, ja. Das kommt aus der Amygdala. Ja. Das ist das Angstzentrum schlechthin. Amygdala, genau. Der Mandelkern. Der Mandelkern, genau. Und versetzt uns in hektische Aktivität, in der wir dann Steinäxte kaufen, präventiv, damit wir dem anderen vorher den Schädel einschlagen können, bevor er es bei uns tut. Ja. Das ist keine böse Absicht. Und der General Paul sagt dann, ja, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, also müssen wir zuschlagen. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Das ist auch so eine Sache, ja. Paul, ja. Gut. Der Irak hatte dann wahrscheinlich keine Massenvernichtungswaffen, es wurden auf jeden Fall keine gefunden. Ja, aber der Irak stellt schon eine gewisse Gefahr dar. Ja. Obwohl ich denke, es ging da auch um wirtschaftliche. Eventuell um Öl? Eventuell um Öl, ja, und dann um innenpolitische Probleme, ja, die da ja auch dran aufgehängt wurden, ja, also die Beseitigung innenpolitischer Probleme geht oft mit Krieg einher, ja, weil das dann eben ausgeblendet wird, was anderes ist wichtiger, der Krieg ist jetzt wichtiger, ja, dann habe ich die Innenpolitik vom Halse, ja. Gut, machen wir weiter. Sie sind dran. Ja, und da spreche ich mal, Sie haben vorhin auch schon die Macht angesprochen. Wir sprechen von Machtsucht und Akkumulationssucht. Die werde ich jetzt mal erklären. Genau. Also, der links unten, der Frühhändler und Frühheiler, der sagt, ach, es ist toll, dass ihr so liebevoll in euren Kommunen lebt und so liebevolle Kontakte zu euren Nachbarkommunen habt und ja, ist das herrlich, dass ihr so pazifistisch lebt. Und der andere irrt sich wieder, ja, der rechts unten, der hat wieder den gewinnbringenden Irrtum. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es auch zu problematischen memetischen
sozusagen Viren des Geistes, sagt man ja auch manchmal scherzhaft, ja, zu Viren des Geistes, oder Professor Dawkins würde sprechen von parasitären Memen und Memplexen, ja, und oder Kognitionen, sprechen wir von Kognition, spielt keine Rolle, kognitive Verhaltenstherapie und so weiter. Und da ist es dann so, dass dieser dann sagt, nein, ist das eklig, dieses Geschmuse und dieses, außerdem infiziert ihr euch da ja und so weiter und immer dieser Sex und so, das ist ja unanständig, unmoralisch, unkeusch und so weiter. Die Leute werden dadurch eingeschüchtert, kriegen Angst vorm Körperkontakt, haben weniger Körperkontakt. Und dann fühlen sich die Männer, die vorher alles den Frauen und Kindern geschenkt haben, fühlen sich nicht mehr geliebt, machen ihr eigenes Ding und fangen an, selber Händler zu werden, akkumulationssüchtig zu werden und machtsüchtig zu werden als neues Spiel im Leben, weil ja diese liebevolle Kommune weg ist. Ja, weil der Körperkontakt weg ist, ist auch die liebevolle Kommune weg. Und dadurch werden sie jetzt machtsüchtig und konsumsüchtig als neuer Lebensinhalt, anstatt den Frauen und Kindern alles zu schenken und dafür geliebt zu werden. Sie sind dran. Ja, das kann schon zur Entstehung der Probleme beigetragen haben. Solch ein Wandel, sag ich mal, ja. Wir sind ja heute immer noch teilweise eine Männerwirtschaft, ja, in der Patriarchat. Ja, ein bisschen noch, ja. Wir möchten gerne die Frauen da reinlassen, aber sind noch nicht so ganz überzeugt. Es ist noch im Entstehen, ja. Aber es ist noch ein bisschen patriarchalisch, ja. Kann man so sagen, ja. Was aber der Lösung unserer Probleme keinen Abbruch tut. Ob das jetzt da die Männer vorantreiben oder die Frauen, ist mir eigentlich nutzegal, ja. Solange es funktioniert, ja, soll mir das recht sein, wenn die Männer da noch ein bisschen, sag ich mal, den Alpha-Affen geben, ja. Ja. Was sagen Sie dazu? Ist das, kann man das so stehen lassen? Ja, also für mich ist es so, wir müssen das wieder ändern, weil wir zwar jetzt in unserem Gehirn patriarchalisch fühlen und denken, weil wir diesen Markt, weil für uns ist ja, Sie haben es ja jetzt gesehen, für uns ist die Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, also die als Erfindung die Zentralursache für alle Probleme, ja, weil das ja quasi, obwohl wir genetisch, natürlich haben wir seit 400.000 Jahren auch gewisse genetische Änderungen, wir haben ständig genetische Änderungen, die Evolution läuft immer weiter. Aber unser grundsätzliches genetisches Sozialprogramm, nämlich dieses urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistische Sozialprogramm, ist noch nicht weg. Das ist genetisch immer noch da. Dazu war auch die Zeit zu kurz, um da einen Totalumbau zu machen. Ja? Denn die Marktwirtschaft hat sich ja auch erst nach und nach schädlich ausgewirkt. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass eigentlich wir die Schere zwischen Arm und Reich nur dadurch werden wieder zusammenkriegen, dass die Reichen, unsere geliebten Milliardärskönige, ich gehe gerade mal auf das Bild von dem Milliardärskönig, unsere geliebten Milliardärskönige, also wir unterscheiden uns ja von den Stalinisten, für die würden ja die Milliardäre am liebsten umbringen, sofort, ne? Und wir sagen, wir wollen die wieder in unsere Kommunen integrieren. Wir möchten also, dass der rund um den Hausarzt eine liebevolle Hausarztkommune entsteht
und Gesundheitskommune und dann bilden sich einige einzelne kommunistische Wohngemeinschaften und in die werden dann die Milliardärskönige eingeladen und fangen dann wieder an, von sich aus wieder alles den Frauen und Kindern zu schenken und dann kriegen wir wieder eine Gleichverteilung des Reichtums über alle hinaus, weil die Milliardärskönige wie die Bonobos dann wieder alles den Frauen und Kindern schenken. Aber erstmal sind sie dran. Ja, und jetzt liegt der krasse Unterschied unserer beiden Bilder zu. Ja. Ja. Ich sehe es nämlich so, dass uns die Zeit fehlt. Ja, wir haben jetzt durch den Kapitalismus eine Situation geschaffen, die uns umbringen wird. Ja, und zwar in sehr kurzer Zeit. Ja, die wird uns auslöschen. Ja, regelrecht auslöschen. Wenn wir jetzt noch bis 2050 warten, ohne etwas zu tun, dann haben wir in 2050 eine Situation, die wir nicht mehr beherrschen können, die wir nicht mehr zurückschrauben können. Ja, wir müssen eine quasi mechanische Lösung durchgesetzt werden. Schaffen, ja, und wir müssen einen Sprung vollführen, ja, den Sprung müssen wir jetzt vollführen für unsere Kinder, weil die werden nach diesem Sprung das, was wir ihnen dann überlassen, einfach als gegeben hinnehmen und dieses wiederum ausbauen und verändern, ja, also die Lösung liegt meiner Meinung nach nicht in Warten, auf die Evolution, bis die Evolution jetzt es schafft, die Milliardärskönige wieder zurückzuholen, sondern wir müssen erstmal eine mechanische Lösung schaffen. Ja. Ein Gesetzesrahmen, der es ermöglicht, das jetzige Problem mit der Umwelt, mit dem Finanzmarkt, mit allem, was uns so an Problemen umgibt, auch mit Viren, die durch Massentierhaltung oder durch die Tatsache, dass wir der Wildnis zu nahe kommen, entstehen. Ja, diese Probleme müssen wir jetzt erstmal und ganz schnell lösen. Ja, das war es erstmal. Mhm. Ja, dann zeige ich jetzt den Zuschauern, bevor ich meinen nächsten Redebeitrag mache, jetzt ein anderes Bild. Eben war nochmal Ihr Foto zu sehen, ja? Ja. Sie noch mal im Bilde und dann gehe ich jetzt noch mal auf unser nächstes Bild, wenn Sie das auch mal suchen. Noch mal kurz die Zeitskala. Gehen Sie noch mal kurz auf die Zeitskala. Also für uns bin ich jetzt also schon in der heutigen Marktwirtschaft. Also wir haben eine Marktwirtschaft, die also von 400.000 bis jetzt sozusagen mit Erfindung des Tauschhandels und jetzt gehen wir mal noch mal kurz auf das Bild, das heißt Evolution, Fotos Evolution. Jo. Also wir gehen also davon aus, also vor 13 Millionen Jahren so gorillaartig, links der Affe. Sieht ein bisschen wie eine Schimpanse aus, müsste eher wie ein Gorilla aussehen. Ja? Dann vor 6, 5, 4, 3 Millionen Jahren Richtung aufrechter Gang, so der zweite Affe sozusagen. Ja? Dann irgendwie wahrscheinlich so 2,5 Millionen Jahren Homo habilis mit dem schon gekrümmten aufrechten Gang und seinen Steinmessern und Steinhämmern. Und dann die Hochblüte vor 400.000 Jahren, der nächste aufrechter Gang, glatte Haut, also felllose Haut, Gehirnvolumen 1,2 Liter vielleicht sogar schon, ja. Und dann Erfindung des Tauschhandels, der Marktwirtschaft in Vorform, in Frühstform sozusagen, des Kapitalismus in Frühstform. Und dann ging die Evolution noch weiter bis zu dem größten Menschen, nämlich vor 40.000 Jahren hatten wir ein Gehirnvolumen von 1,5 Liter Hubraum, 1,5 Liter Hubraum, die höchste Stufe der Intelligenz der Menschheit vor 40.000 Jahren.
Und ich erzähle aber gleich weiter dann. Ja, machen Sie ruhig weiter. Ja, gut, dann mache ich erstmal. Dann mache ich erstmal kurz zu Ende. Also vor 40.000 Jahren das Maximum, denn der Tauschhandel wird erst nach und nach immer schädlicher. Also die Vergiftung durch krankmachende Ernährung, die Umweltzerstörung, die Luftverschmutzung, das nimmt ja alles erst ganz langsam zu, ja, in den ersten zigtausenden und hunderttausenden Jahren. Und jetzt aber vor 40.000 Jahren hatte die Schädigung einen so großen Grad erreicht und wir haben ja dann auch vor 10.000 Jahren spätestens dann Ackerbau und Viehzucht endgültig erfunden. Und dadurch wurden die Menschen, das wurde behauptet auch bei Phönix zum Beispiel, schlagartig kleiner und mickriger, weil diese monokulturelle Fehlernährung der Menschen sowohl das Gehirn schrumpfen hat lassen, als auch den Körper hat schrumpfen lassen. Also aus dem großen, stattlichen Maasai sozusagen wird dann der mickrigere Mensch, ja, der mit 13, und heute haben wir ja nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen, ja. Das heißt, wir haben schon wieder 150 Milliliter Intelligenz verloren durch Toxine, durch Fehlernährung, auch durch Eingriffe in die Evolution der Menschen. Wir haben einfach wieder in gewisser Weise auch unsere eigene Art ein bisschen wieder zurückgezüchtet in Richtung kleinere Gehirne. Ja? Das spielt auch eine Rolle. Und was uns erwartet, ist die Zukunft, nämlich dass wir durch Osteoporose und andere Zivilisationskrankheiten immer häufiger nur noch gebückt dahinschleichen und am Ende dann am Rollator sozusagen fast schon wieder aussehen wie so ein Affe aufgrund unserer Osteoporose oder anderer Erkrankungen, weswegen wir dann, wie Professor Jörg Spitz das so schön sagt, die Frailty haben, also die Gebrechlichkeit als Merkmal unserer Art, dass wir dann schon mit 50, 60, 70, 80 Jahren schon gebrechlich sind und nur noch am Rollator dahinschleichen. Ja? Das ist also unser Bild dazu. Jetzt sind Sie erstmal wieder Sie dran. Ne? Ja, das ist auch mein Bild. Es geht wieder rückwärts. Ja. Und wir sollten schnellstmöglich dieses ganze System der Massentierhaltung, des großflächigen Massenanbaus unter Einsatz von Toxinen, das muss alles weg. Ja, das ist möglichst schnell abbauen, ja. Genau. Dafür habe ich ja auch Beispiele da auf meiner Webseite International World Group, ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, mein Beispiel ist hier Sikkim, ja, in Indien. Und das wurde von der ARD, glaube ich, als Sendung ausgestrahlt. Ja, das könnte man dann auch im Fernsehen sehen. Weiß das unter Pflanzen zu sehen, ja, kann man das sich erlesen, ja, das ist im Nordosten von Indien, im östlichen Himalaya, dort wird halt wieder mit Humus angebaut, ja, dort werden die ganzen Spritzmittel weggelassen und ja, das läuft halt ganz gut. Die Bauern, die dort arbeiten, leben auch dort, ja, und bewirtschaften dort relativ kleinere Felder. Die Nahrungsmittel werden getestet, alles was Toxine oder irgendwelche Gifte enthält, wird dann auch entsorgt, ja, geht nicht in den Markt und dort müssen sie halt wieder hin, ja. Und dazu müssen wir was an der Wirtschaft machen, an der Wirtschaftsform. Ja, gut, dann. Genau, und ich sage nur mal was kurz zwischendurch zu dieser Redezeituhr. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben von Dr. Bodo Schiffmann in der Corona-Diskussion, nur kurze Information, der sozusagen eine neue Partei gegründet hat, die Widerstand 2020-Partei. Und der sozusagen hat vorgeschlagen, dass wir mit einem Talking-Stick reden sollten. Das heißt, man redet, ja, eine bestimmte Zeit lang mit der Redezeituhr
und sozusagen ja, kriegt dann und dann kriegt der andere, der nächste, der dran ist, kriegt er dann nur den Redestab, wenn er erstmal wiedergegeben hat, was der andere vorher gesagt hat und damit bewiesen ist, dass das verstanden hat, das Argument verstanden hat. Das finde ich aber ein bisschen zu umständlich. Also, und vor allem unser Ziel muss ja nicht sein, wir wollen ja nicht aus zwei Modellen eins machen, sondern wir wollen dem Zuschauer die Möglichkeit geben, zwei Modelle verstehen zu können, im parallel zueinander stellen. Und ja, aber diese Redezeitgeschichte, das machen wir ja jetzt gerade quasi, dass wir den Talking Stick Redezeit verwenden, nur dass wir das wiederholen, so im Sinne einer Rogerschen oder Tauschen Gesprächspsychotherapie nicht machen, dass man dieses Wiederholen, das halte ich für zu zeitraubend. Also ist nicht ja, zwingend nötig. Ja, das wird uns jetzt die Zeitraum. Ja, ja. Also ich ja. Jetzt mein Redebeitrag, nämlich die Lösung. Es gibt also bei den Next, ich zeige den Zuschauern die Homepage der Next Scientists for Future.de gerade. Und die drei Alleinstellungsmerkmale der Next Scientist for Future, die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, ich lese es gar nicht vor jetzt, ich sage nur, ein Modell davon, eines von hunderten von Lösungs- und Reformkonzepten, wäre die Einführung der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, als entscheidende neue demokratisierende Wahlstimme, die auch dem Milliardärskönig die Möglichkeit gibt, zu verhindern, dass die anderen Milliardärskönige ihn schädigen, sozusagen. Denn jeder Milliardärskönig, stellt sich einen Milliardärskönig vor, der investiert in Pharma. Und jetzt macht die Pharma, stellt vielleicht krankmachende Medikamente her, ja? Und jetzt wird er von seinem Arzt, der andere Milliardärskönig, wird von dem anderen Arzt geschädigt durch irgendwelche fragwürdigen Medikamente. Ja? Und so kommt es zu wechselseitigen Schädigungen. Aber wenn die Wohlfühlstimme über alles entscheidet, und dazu gehe ich jetzt wieder zurück auf unser Bild mit dem MGEAT, ja? MGEAT-Bild. Und da, wenn wir jetzt da die Wohlfühlstimme einführen, dann sind diese gewinnbringenden Irrtümer dann plötzlich keine gewinnbringenden Irrtümer mehr, sondern verlustbringende Irrtümer mehr. Alle werden sich nach der Wahrheit orientieren, weil wenn ich schlechte Wohlfühlstimmen bei meinen Kunden auslöse und dazu noch schlechte Gesundheitsdaten, dann verliere ich Geld, weil meine Verdienstzuschläge reduziert werden. Verdienstzuschläge kriege ich also nur noch für Wahrheiten, die meinen Kunden messbar nutzen und deren Wohlfühlstimmen verbessern. Ja? Erstmal Sie wieder. Ja, gut, da laufen wir jetzt ganz auseinander. Ja. Wenn Sie sich mal bei meiner Webseite auf die Seite Lösung begeben. Ja. Moment, unter Seite Lösung klicke ich an. Da ist also das Problem. Ja, das Problem zeige ich den Zuschauern gerade, ja. Das Kapital wächst exponentiell, ja. Ja. Das kann das Wirtschaftswachstum natürlich nicht bilden. Ja, ich hatte auch auf der Seite 1 ist ein Beispiel von Mexiko, da habe ich mir den Wirtschaftsbericht genauer durchgesehen. Und da fällt Soll ich mir das auf, aufschlagen? Nein, das brauchen wir nicht. Das kann ich so kurz sagen. Ja. Also die haben also ein Wirtschaftswachstum von 2% und die Börse wächst um 5%. Ja. Wer muss die 3% bezahlen? Ja. Das wird erreicht durch Rationalisierung, ja, durch Abbau von Arbeitsplätzen, ja. Durch Erhöhung der Preise oder was auch immer. Ja. Also der Gewinn muss dem exponentiell wachsenden Kapital folgen und die Kosten müssen bei, also das Geld muss bei und es muss von jemand anderem kommen als vom Wirtschaftswachstum, weil das Wirtschaftswachstum das nicht bringt. Am Anfang ist das Wirtschaftswachstum hoch, irgendwann ist der Bedarf gedeckt und dann fängt das Problem an, am Punkt X, sage ich immer, dann, wenn sich die Linien kreuzen.
Ja? Und da müssen wir eingreifen. Ja? Der Turbokapitalismus ist wunderbar, um, sagen wir mal, jetzt Afrika zu entwickeln. Ja? Aber wenn die Afrikaner alles anders brauchen, dann geht's los mit dem Problem, das wir jetzt haben, und dafür brauchen wir eine Lösung. Ja, also ich fasse nur mal so weit zusammen. Ich verstehe, also Sie würden anders dran gehen als wir, nämlich einfach den Finanzmarkt und sowas in den Blick nehmen. Habe ich es richtig verstanden soweit? Das ist Ihr Grundansatz. Ich würde den Zins und die Rendite ausnutzen. Ja, da kommen Sie gleich zu. Das können Sie dann gleich erklären. Ich wollte nur wissen, ob ich es richtig verstanden habe. Ja, ja, das haben Sie richtig gut verstanden. Jetzt mache ich mal weiter bei unserem Lösungsweg, weil dann bin ich auch schon mit unserem Weg dann eigentlich auch schon fertig. Ja, so. Gut. Unser Lösungsweg bedeutet also, dass wir in jeder Hinsicht dazu übergehen. Ich gehe wieder auf unser Bild mit dem, dass wir in jeder Hinsicht die durch die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall erzeugte Belohnung für Böses und für Unwahrheiten, also für Irrtümer, die uns manipulieren und die unsere Gehirne waschen, wurden finanziell belohnt. Das ist Marktwirtschaft. Ja, das ist für uns Kapitalismus und Marktwirtschaft. Ja, wir unterscheiden wie Professor Hans-Werner Sinn nicht besonders zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus, weil uns das relativ egal ist, weil schon die Marktwirtschaft, schon der Tauschhandel hat das Übel gebracht. Ja? Das Übel heißt, alles, was Irrtum ist, wird merkwürdigerweise belohnt. Dadurch werden wir eine Welt der irreführenden Irrtümer, die uns manipulieren, die uns sagen, dass dieser ganze Ernährungsmüll, den wir kaufen können, die ganzen Gifte, die wir da kaufen können, dass das gesund sei und so weiter, dass der ganze Zucker gesund sei, weil Irrtümer finanziell belohnt werden unter Bedingungen der Marktwirtschaft. Ja? Weil es einfach billiger ist, Waren mit Zucker herzustellen, als süße, reife Früchte zu liefern, die gesund sind. Ja? Das ist einfach billiger. Und also macht die Industrie Zuckerprodukte, und dadurch werden wir vergiftet und krank. Ich habe gerade wieder die Arte-Sendung irgendwas gesehen mit den Zuckerlügen und so weiter. Ja? Und dadurch werden wir geschädigt. Und also ist letztendlich für uns die Marktwirtschaft ein irrtumsproduzierendes System. Und wir müssen es in ein wahrheitserzeugendes System umwandeln. Dazu sage ich dann nachher mehr. Aber erstmal sollten Sie Ihr Modell jetzt weiterführen. Okay, mein Modell ist, wie gesagt, mehr mechanisch. Wenn ich das so ausdrücken darf. Ja. Das heißt, hat der Einfachheit halber mechanischen Außen. Ja. Besitzer errichten. Ja. Und zwar läuft es folgendermaßen. Wir haben den Zins und die Rendite, und die Rendite ist heilig, die wird nicht angepackt, ja. Und der Zins, der wird einfach pauschal hoch und runter geknallt, ja. Das wird nicht weiter. Das haben wir jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch gemerkt, ja. Diese ganze Zinssenkung hat uns nicht weitergebracht, ja. Ich stehe aber trotzdem auf dem Zins, und zwar, wenn man den Einzelnen anwendet. Ja. Wenn Sie dann auf dieser Seite Problemlösung, ja, also die Seite Lösung, ja, da sind Sie diese kleineren, die blauen und gelbe, da haben wir das Problem auf der ganz linken Seite, in der Mitte ist ein Zinssatz. Ja, dargestellt. Ich bin noch bei dem Bild das Problem. Wo soll ich hin? Es ist ein bisschen unten auf der das Problem. Habe ich die Lösung? Da sehen Sie das Problem nochmal mit einer blauen Kennlinie. Ja, wir haben ein exponentielles Wachstum. Wir stellen dem gegenüber einen Zinssatz, ja, der reziprok ist. Ich glaube, ich habe noch nicht das richtige Bild. Sie müssen noch mal kurz helfen. Sie haben jetzt das Bildproblem. Nee, ja. Ich bin jetzt schon darunter bei Lösung.
Ah ja. Okay, jetzt ist die Redezeit erstmal vorbei. Ja, aber Sie können mir ja dann gleich sagen, welches das nächste Bild, oder sagen Sie mir jetzt schon, welches das nächste Bild ist, das kann ich ja schon mal den Zuschauern zeigen. Also das Problem ist rot geschrieben, dieses Bild haben Sie, ja? Das habe ich. Kapital wächst exponentiell, Gewinn, Wirtschaftswachstum. Genau, rechts ist die Lösung, ja. Rechts? Was heißt rechts? Also bei mir ist es rechts davon, die Lösung ist grün geschrieben. Ach, die ist bei mir drunter, weil ich den Bildschirm vergrößert habe. Genau, weil das nämlich eine dynamische Webseite ist und sich dann immer verschiebt. Ja, dann zeige ich den Leuten jetzt das Bild, die Lösung, während, und die können sich das schon mal anschauen, während ich nochmal jetzt zwischendurch genau. Jetzt nochmal weitermache bei unserem Alles Weg. Alles klar. Okay. Also unser Weg, da gehe ich nochmal kurz zurück zum anderen Bild. Unser Weg ist ja hier. Also das heißt, ich bin wieder bei MGERT, dem Bild, also memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik heißt das, unser Kernstück. Und das bedeutet, dass wir also diese ganzen versteckten Belohnungen für Irrtümer und für Schlechtes, wir müssen umdrehen, die gesamte Marktwirtschaft aussteigen aus der Marktwirtschaft. Wir sagen ganz bewusst, wir müssen Kapitalismus und Marktwirtschaft beenden, indem wir sozusagen das Gute belohnen, das wahre, schöne, Gute belohnen, sozusagen, ganz moral. Also, aber eben ohne jede Moral, sondern ganz einfach, es gibt einfach aus der Krankenversicherung für meinen Hausarzt dann den größten Verdienstzuschlag, wenn sozusagen ich nie krank werde, wenn er in seiner Gesundheitskommune so ein so tolles Kursangebot mit spaßmachenden Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und mich verführt zu einem gesünderen Lebensstil und Ernährungsstil mit all seinem Kursangebot. Der Arzt wird zum Gesundheitslehrer mit seiner Mannschaft, mit seinem Team. Und der Lebensmittelhändler kriegt den größten Verdienstzuschlag für mich, wenn ich mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte dort einkaufe und wenn dort die ganze Nahrung giftstofffrei ist und wenn die Zulieferer alle unter Druck gesetzt werden, die Böden zu reinigen, Permakultur herzustellen, ökologischen Landbau und so weiter und uns gesund zu ernähren, mit Ursorten gekreuzt, Rückkreuzungen gemacht werden und so weiter. Dafür gibt es in Zukunft Belohnung und nicht mehr wie bisher für das Gegenteil, nämlich für die Zerstörung unserer Gesundheit. So, Sie sind dran. Ja, das ist schon schön. Und wahrscheinlich ist das auch richtig. Nur, mir würde das jetzt erstmal zu lange dauern, um sofortige Lösungen zu erzielen. Ja. Die Zuschauer sehen jetzt dieses Bild Lösung. Ja, sehen Sie schon? Ja. Ja, also wir brechen dieses Kapitalwachstum. Ja. Die blaue Linie wird gebrochen, oder? Die blaue Linie wird gebrochen. Die rote Linie ebenfalls, nämlich der Gewinn, ja. Aha. Und die laufen jetzt mit dem Wirtschaftswachstum, aber auch kann auch ohne Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftswachstum kann auch zurückgehen. Nur laufen sie halt parallel. Ja. Ja. So, nun sieht man da bei diesem Bild noch nicht, wie es funktioniert. Dazu müssten sie ein bisschen weiter runtergehen. Da taucht das Problem noch mal kurz auf als blaue Linie. Ja, habe ich. Zeige ich dir gerade den Zuschauern das Problem noch mal. Blaue Linie, exponentielles Wachstum. Ja, genau, des Kapitals, ja. Ja. Dem stellt man jetzt einen entsprechenden Zinssatz gegenüber. Diese Linie ist gelb. Ja, die zeige ich jetzt. Ja. Zinssatz geht runter, ist jetzt unter Null. Ist das der Leitzinssatz oder was ist das? Ja, das sagt dann jeder gleich Leitzinssatz. Nein, es gibt keinen Leitzinssatz mehr. Aha. Die Zinssätze werden individuell verteilt. Aha. Ja. Und werden die festgelegt? Ja, die müssen auf den Banken festgelegt werden, gesetzlich festgelegt. Da muss man auch sehr viel Wissenschaftler einsetzen. Wäre das der Eingriff? Gesetzliche Zinssätze? Ja, nicht.
das Gesetzliche, da muss man ein bisschen experimentieren. Ja, das geht nicht so einfach. Also ich kann ja mal ein ganz kurzes Beispiel. Sie wollen sich ein Auto kaufen, ja? Okay. Ja, machen Sie dann nachher da weiter, ne? Okay. Also, aber das habe ich schon mal verstanden, also irgendwie am Zinssatz was ändern, das ist schon mal interessant. Das hören wir ja dann gleich weiter. Jetzt gehen wir nochmal also zurück hier wieder. Unser Modell sagt also, wenn wir einmal den Kapitalismus, Marktwirtschaft generell beenden, durch eine, das ist nämlich dann eine ideale, bestmögliche, nicht Pseudo, sondern echte Planwirtschaft. Weil wir durch die Wohlfühlstimme kommt ein Lenkungselement des Marktes zum Zuge. Es wird also gelenkt hin, alles, was Menschen glücklicher macht, gesünder, was sie, wir sagen, 127 Jahre alt werden lässt, das ist wohl das Maximum, was ein Mensch erreichen kann, wie er gesund und glücklich 127 Jahre alt werden kann. Wir versprechen also dem Milliardärskönig, wir wollen erstens, dadurch erzielen wir ein Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen jährlich, also 500 Milliarden jährlich, dauerhaft für Deutschland, weil es wir dadurch die Schäden, die durch Krankmachen der Bevölkerung und dann wieder Behandeln der Bevölkerung zum Beispiel wegnehmen. Diese ganzen volkswirtschaftlichen Verluste und Schäden nehmen wir weg. Manche Ärzte werden dann in der Forschung tätig werden und wir werden zu exportierende Produkte bewirken. Also wir werden einen ungeheuren Reichtum, ein Wirtschaftswunder werden wir erzielen. Auf der anderen Seite werden wir die gesamte Umwelt reparieren, wir werden überall Umweltschutz praktizieren, weil gute Wohlfühlstimmen gibt es nur in einer sauberen Umwelt mit sauberem Wasser, sauberer Luft, saubere Nahrung und sauberen Medikamenten, wenn überhaupt Medikamente. Ja? Und dann dadurch kriegen wir also eine... werden die Milliardärskönige 127 Jahre alt, glücklich und total gesund, aber mehr nachher. Erstmal ist Ihr Modell wieder dran. Ja gut, dafür brauchen wir Geld. Unser Problem mit dem Wirtschaftswachstum, dass das Kapital nicht bedienen kann, ja. Was passiert dann da? Das Geld wird ganz einfach aus dem Markt genommen. Ja. Das Kapital wächst exponentiell und wird dem Markt entzogen, ja. Leute werden arm, ja, die Leute werden arbeitslos, ja, es kommt zu Unruhen, es kommt zu rechten Gruppen, ja. Und es könnte wieder zum Totschlagen der Reichen kommen, ja, schlimmstenfalls. Ja, im Endeffekt, ja, kommt es wieder zur Revolution oder was auch immer, ja. Auf jeden Fall sehen wir jetzt zum Beispiel die Zeitlupe. Verstehen Sie nur ganz kurz mal das Totschlagen der Juden als das Totschlagen der Reichen? Nein, das war... Nee, ich meinte das nur mal so als Beispiel. Ein Professor hat ja, nämlich gesagt... Der Adolf Hitler hat natürlich... den Juden auch den Reichtum beneidet. Ne? Die Aufmerksamkeit, also er hat einen Sündenbock eingesetzt. Ja, die Juden sind schuld. Ja, weil die Leute brauchen halt einen Schuldigen, ja, in ihrer Peinphase. Ja. Da muss ja jemand dran schuld sein und wir müssen das Problem ja lösen. Und da hat er ihnen halt einen Schuldigen gegeben. Ja, und für die Linken ist halt der Milliardär der Schuldige. Ja, das genau, ja. Aber ich sag halt, das Problem ist halt dieses Wachstum, ja. Ja. Nee, ich hatte Sie jetzt unterbrochen, habe auch die Zeit gestoppt zwischendurch. Sie können jetzt einfach weitermachen in Ihrem Text. Ich wollte das nur mal so sagen, dass manche Professoren sagen, dass es schon darum ging, dass der Hitler auch so den Neid gegenüber den reichen Juden auch aufgegriffen hatte. Und dass es eigentlich von der rechten Seite ein Ermorden der Reichen war und dass man hat ihnen ja auch alles weggenommen und die Linksradikalen, die wollen ja auch wieder die Reichen ermorden, nur nennen sie die nicht die Juden. Naja, ja? Die Reichen wollte er nicht ermorden, das wollte er nicht, da hat er ja eine Auseinandersetzung gehabt mit seinem, mit diesem, wie ist er doch gleich, der mit der Backennarbe da,
Den hat er ja dann auch in der Nacht, der langen Messe, hat er den ja auch umbringen lassen, ja. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Ich wollte nur sagen, eine gewisse, es gibt keine richtige Parallelität, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass die Rechtsradikalen zum Totschlag bereit sind und auch zum Totschlag von Reichen bereit sind und die Linksradikalen auch zum Totschlag bereit sind. Und wir lehnen beides total ab, ne? Das nur zwischendurch. Aber machen Sie jetzt ruhig weiter mit Ihrem Text. Ich hatte Sie ja unterbrochen, ne? Also, das Problem ist, dieses exponentielle Wachstum, ja, dass die Arbeitslosen schafft, dass Armut schafft, die Armen werden sauer, es kommt zu Randale, es kommt zu Problemen, ja. Ja. So, jetzt können wir den Zinssatz reziprok ansetzen. Ja, ich setze da den Zins ein, um diese Linie zu brechen. Das ist eigentlich ganz einfach, ja, und da können wir auch jeden Betrag nehmen. Ich kann mit dem Zinssatz alles Mögliche steuern, ja. Aha, sowohl aha. das Konto des Reichen, ja. Ich kann dem Reichen sagen, du darfst dem Markt das Geld nicht entziehen, es muss im Pool bleiben. Nur so können wir wirtschaftlich handlungsfähig sein, ja. Wir müssen dieses Problem lösen. Wir setzen den Zinssatz ein bei 5 Millionen gespeicherten, was auch immer, Mark, Euro oder Dollar, ja, wird dein Reichtum begrenzt, ja, und wenn du das Geld zu lange auf dem Konto liegen lässt, wird es auch weniger. Aha, das heißt Minuszinsen. Ja, das ist, ja, wenn Sie den Zinssatz beobachten, ja, diese Linie ist reziprok, ja. Es ist ebenfalls eine reziproke Ja, ich fasse mal zusammen, bevor ich jetzt weitermache. Also neue Idee, über den Zinssatz fangen wir an den Vermögen, die ja sonst irgendwo gespeichert liegen, fangen wir an zu regulieren. Ist das so, habe ich es richtig verstanden? Richtig. Der Zinssatz, ja, ist ebenso exponentiell, aber reziprok. Ja. Ah, also quasi, er wirkt dem entgegen dann. Wirkt dem entgegen. Und er ist dynamisch, ja. Ah, ja. Wir können damit Experimente machen, ja. Ich will nur mal ein Beispiel. Ja, weil ich bin erst dran und dann machen Sie gleich da an dieser Stelle weiter. Aber ich fange an zu verstehen. Ich würde jetzt gerne weiterfahren, weil Sie haben ja das vorhin ein bisschen zerstört. Ja, na gut, dann machen Sie einfach noch mal eine Runde weiter, ne? Einfach nur mal dieses kleine Beispiel. Ja. Jemand möchte sich ein Auto kaufen. Ja. Ja. Wir wollen Elektroautos verkaufen. Mhm. Ja? Also sagen wir, wenn du sparst auf ein Elektroauto, dann ist nämlich dieses gebunden, ja, dann bekommst du einen schönen Zinssatz. Ja? So, jetzt entschließt er sich in der Hälfte, er hat die Hälfte des Kapitals angespart, ich möchte aber jetzt das Elektroauto haben und nehme noch einen Kredit. Dann bekommt er für den Kredit einen besonders niedrigen Zinssatz angeboten, ja. So kann er dann relativ schnell zu diesem Auto kommen. Wir können über den Zinssatz jetzt das Elektroauto sehr gut verkaufen, ja. Im Gegensatz dazu will er sich jetzt ein Porsche, was weiß ich was, kaufen, ja. Ein Ding mit 500 oder so einen amerikanischen, so einen Mustang mit 600 PS will er sich kaufen, ja. Da können wir sagen, du willst darauf sparen, ja. Kriegst keinen Zinssatz drauf, ja. Kannst lange sparen, ja. Dann wird das für ihn uninteressant, ja. Und so können wir über den Zinssatz, ja, alle möglichen Probleme lösen, ja. Haus kaufen, wir wollen jetzt Häuser bauen, ja. Gut. Dann, wer ein Haus bauen will, ja, ein großes Wohnhaus, ja, der bekommt seinen Kredit zum besonders günstigen Zinssatz, ja. Das muss natürlich ausbaldowert werden. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, da müssen wir ins Detail gehen. Ja, ja, und da kann man dann regelmäßige Debatten im Bundestag ja über den Zinssatz führen. Ja, wir wollen jetzt aber und bla 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 und so weiter. Ja, und für den Reichen, für den Milliardärskönig, da ändert sich eigentlich nicht sehr viel, außer dass er jetzt nicht mehr so viel Geld auf irgendwelchen Konten rumliegen hat. Punkt. Ja. Und jetzt bin ich auch erstmal fertig. Ja, passt genau.
Das greife ich jetzt mal direkt auf. Ich gehe mal direkt auf das, sogar auf das ein, was Sie gesagt haben. Denn für uns ist immer entscheidend das Gespräch mit dem Milliardärskönig. Und den stellen wir uns jetzt vor, ich bleibe mal bei Ihrem Bild. Und ich sage jetzt, lieber Milliardärskönig, wir bieten Ihnen also ein Deutschland an mit einem Wirtschaftswunder von jährlich 500 Milliarden, weil wir dieses Krankmachen der Menschen und die daraus erzeugte Schädigung ihrer Gesundheit, der Gesundheit ihrer Familie und der Gesundheit ihrer Mitarbeiter in den Konzernen, von denen sie Großaktien haben und so weiter, Großaktionär sind, weil wir das beenden. Wir hören auf mit der gegenseitigen Schädigung in der Gesellschaft, wir beenden die Marktwirtschaft, wir beenden den Kapitalismus, aber Sie bekommen, sind natürlich mit dabei bei dem Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro pro Jahr für Deutschland und oder Europa dann später, natürlich dann wird es viel mehr sein, ne? Wir beteiligen sozusagen, Sie bekommen von uns 127 Jahre gesundes Leben für alle Ihre Familienmitglieder und eine riesige Lebensqualität. Sie werden dann in die ersten sich vielleicht von freiwillig von selbstbildenden kommunistischen Kommunen eingeladen, in denen die Leute so in einer Gruppenliebe leben sozusagen. Und dann gucken Sie sich mit Ihren Familien an, ob es Ihnen Spaß macht, da mitzuleben oder ob es Ihnen keinen Spaß macht. Das ist alles freiheitlich, total frei, ohne Zwänge. Sie entscheiden, ob oder wann Sie in eine solche Kommune einziehen wollen, wann Sie sich verliebt haben in die Kommune, ja. Und dann fangen Sie vielleicht freiwillig von selbst an, all Ihr Geld zu verschenken in die Kommunen hinein. Die Schere zwischen Arm und Reich geht zusammen und weder der Zins noch das Geld ist jemals ein Problem dann noch. Aber erstmal sind wieder Sie dran. Ja, und da bin ich halt mit der eben erwähnten Freiwilligkeit, ja. Ja. Wird sich nicht einstellen. Weil tief in unser Stammhirn ist da etwas verankert, was dieses immer wieder verhindert. Ja, wir müssen da schon mal ein bisschen draufdrücken, dass es von quasi von oben nach unten, ja. Wobei er da ja auch in gewisser Weise mitentscheiden kann, ja. Das ist ja gar nicht so. Das ist erstmal, aufgezwungen nicht, aber dass es erstmal mechanisch geregelt wird, bevor er dann die Erkenntnis erreicht, ja, oder das erkennt, oh, das ist ja gut für mich, ja. Jetzt bleibt mein Kapital ständig erhalten, es gibt keine Inflation mehr, ja. Es gibt keine armen Leute mehr, es gibt keine Demos mehr, es gibt keine Rechte nicht Poker mehr, es gibt auch keine Linken mehr, die sich... keine Entführer können. Mehr? Genau. Es gibt keine Entführungen mehr. Beispiel, wer war das, der entführt wurde? Remsma. Remsma, ja, der war ziemlich einer der Ersten, ja. Der von diesem Reformhaus wurde ja, glaube ich, auch mal entführt. Ne? Ich glaube, Aldi auch. Die Kinder, ja. Ja, Aldi auch, genau, richtig. Das, die Leute interessieren die reichen Leute gar nicht mehr, ja. Wenn der Bauch voll ist, ja, und die Sonne scheint, ja, dann interessiert mich der Reiche nicht. Kann der ja ruhig reich sein, ja. Ich habe alles, was ich brauche, alles wunderbar, ja. Ja. So, das bietet ihm diese Lösung an, ja. Und natürlich, wenn wir dann die Ernährung ändern, ja, dann kann er auch richtig schön alt werden, ja. Wenn er das alles gut findet, ja, dann kommt er mal zur Gartenparty in die Lower East Side und findet das vielleicht auch gut. Jetzt bin ich fertig. Ja, und vielleicht sollten Sie sich für Ihre nächste Runde schon mal darauf vorbereiten, dass Sie den Zuschauern noch mal ganz klar erklären, wo Sie quasi die, wenn Sie jetzt Kanzler wären, die grundsätzliche Änderung machen würden, wie genau das technisch mit dem Zins dann geändert wird und was das für Folgen für den Milliardärskönig hat. Ja, da vielleicht, wenn Sie da sich darauf vorbereiten,
während ich jetzt nochmal den Zuschauern erkläre, wie wir das sehen. Ja? Wir sehen das also so, lieber Milliardärskönig, sozusagen, wir wissen, dass Sie die Welt regieren. Dass Sie über 2000 Milliardärskönige haben wir auf der Welt. Und wir wissen, dass Sie die Welt regieren. Sie können Lobbyisten schicken an die Politiker und Sie kriegen die Gesetze, die Sie haben wollen. Das ist so, das ist okay. Wir leben halt in einer Oligarchie, einem Feudalismus, wo wir halt über 2000 Könige haben, die im Prinzip die Welt sich so gestalten können, wie sie das mögen. Und wir akzeptieren das, das ist einfach so. Sie sind unsere Könige, unsere geliebten Milliardärskönige und wir lieben sie, weil wir alle Menschen lieben. Ja? Und wir würden sie dann über die Wohlfühlstimme, würden wir sie ermächtigen, dass die gesamte Wirtschaft der anderen Milliardärskönige, die im Moment gegen sie arbeiten, wir würden die quasi dazu zwingen, dass sie für sie arbeiten. Alle, jeder Milliardärskönig arbeitet für alle anderen 2000 Milliardärskönige und für alle anderen Menschen gleich mit, denn jeder kriegt die Wohlfühlstimme. Ja, jeder, auch der Ärmste kriegt die Wohlfühlstimme, alle kriegen die Wohlfühlstimme. Also, wir alle werden glücklich sein, alle werden gesünder sein, zufriedener sein und so weiter. Und Sie als Milliardärskönig kriegen 127, auch Ihre Kinder kriegen 127 kerngesunde Jahre und Sie haben die Glücksmöglichkeit, in Ihrer ärztlichen Gesundheitskommune mitmachen zu können. Und Sie können sich dann eventuell, können Sie den Einladungen zur Gesundheit, zu einer kommunistischen Kommune folgen. Und dort können Sie im urmatriarchalen Urkommunismus vielleicht die Lebenslust von vor 400.000 Jahren auch erleben. Das Maximum der Lust der Menschheit. Ja? So, aber erstmal jetzt bitte Ihre Erklärung. Ich sage, dass wir in einer Finanzdiktatur leben. Ja. Dass sowohl der König, hier der Milliardärskönig, als auch der arme Mann in dieser Finanzdiktatur lebt und dass diese Finanzdiktatur ja auch Umweltsünden diktiert. Ja, weil ich muss das maximale Kapital irgendwo rausholen, dann ist es einfacher, das Zeug irgendwo hinzuschmeißen, wo es dann die Umwelt vergiftet. Ja. Ja. So, haben wir unsere Lösung. Ja. Aber was dann sagen Sie jetzt dem Milliardärskönig? Was ändert sich für ihn gesetzlich? Haben wir diese Lösung, ja, dann haben wir unwahrscheinlich viel Geld im Pool, ja. Die Firmen haben Geld, Innovationen zu entwickeln, ja, es ist genug Geld für Recycling da, ja, es ist also... Sie müssen den Zuschauern noch mal kurz erklären, was Sie technisch machen, also Sie sind jetzt Kanzler und sprechen mit dem Milliardärskönig und sagen, was Sie, welches Gesetz Sie neu schaffen. Denn ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie genau... diese Gesetzesänderung aussieht. Ich spreche das Problem, dass das Kapital exponentiell wächst, ja, und somit dem Markt entzogen wird und oder auch Umweltsünden oder was auch immer aufdiktiert. Ja. Ja. Ich erkläre ihm, du selbst lebst in einer Diktatur, die dir durch das Geld aufgezwungen wird. Du selbst wirst diktiert, ja. Du möchtest ja gar keine Umweltsünden begeben, aber du musst sie begehen. Genau. Weil du Angst vor deinem Konkurrent hast, ja. Das schaffe ich dir damit ab, ja. Aha. Du hast keinerlei Sorgen mehr. Dein Kapital bleibt stabil. Du wirst nicht mehr geraubt. Du hast keinerlei Probleme mehr mit Demonstrationen mit Linken oder Rechten, ja, alle sind zufrieden und das kommt deiner Sicherheit und deiner Finanzkraft auch zugute, obwohl sie jetzt nicht mehr so gigantisch hoch ist, ja, du hast jetzt nicht mehr diese unheimlich vielen Milliarden auf dem Konto rumliegen, ja, aber du hast alles, was du brauchst, weil wenn du dir eine dicke Villa hinstellst, hast du das Geld wieder in den Pool gebracht, ja. Du darfst ja Geld ausgeben, ja. Es ist ja gar nicht gesagt, dass dem alles abgenommen wird, sondern es bleibt fast alles beim Alten. Nur du hast nicht mehr so viele Milliarden auf dem Konto rumliegen, brauchst du jetzt auch gar nicht mehr, ja.
Ja, und darauf antworte ich jetzt, sage ich, lieber Milliardärskönig, also, oder ich, bevor ich loslege, sage ich Ihnen nochmal, bitte erklären Sie uns nochmal genau, was Sie, welches Gesetz Sie machen, und weil ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie Ja, es sich ist durch, wie das, komplexer was mit das diesem. konkret bedeutet. Aber und das können Sie ja dann gleich sagen, wie Sie Ja, ja, das ja. noch mal genauer erklären, denn ich habe, wenn ich es noch nicht habe, haben es die Zuschauer auch noch nicht ganz, ne? Ja. Also ich erkläre aber erstmal, was ich jetzt dem Milliardärskönig sage. Wissen Sie, ich sage, ich verstehe, Sie mussten damals, als die Marktwirtschaft erfunden wurde und Ihnen die Liebe Ihrer Kommune geraubt wurde, weil die Sexualität unterdrückt wurde, im Freudschen und Reichschen Sinne, Wilhelm Reich, ja? Da mussten sie macht- und geldsüchtig werden, und ich habe dafür vollstes Verständnis. Wir alle sind konsumsuchtig geworden durch die Marktwirtschaft. Wir kaufen alle Ersatzbefriedigungen für nicht gelebtes Leben, für nicht gelebtes Liebesleben. Wir leben alle in einer Konsumsucht, und sie leben in der Macht- und der Geldsucht. Ja? Und dafür habe ich vollstes Verständnis, denn ich merke ja, wie ich Sklave meiner Konsumsucht jeden Tag bin, ja? Wie ich durch die Konsumsucht gezwungen werde, mich krankmachende Dinge ab und zu kaufen. Gestern habe ich wieder krankmachende Dinge gekauft. Ich weiß genau, dass sie krank machen, aber ich bin halt konsumsüchtig, weil wir alle süchtig geworden sind durch die Marktwirtschaft, durch den bösartigen Kapitalismus, ja? Und lieber Milliardärskönige, ich habe vollstes Verständnis, dass Sie machtsüchtig und konsumsüchtig und geldsüchtig geworden sind. Und deswegen darf ich Ihnen Ihr Geld nicht wegnehmen. Ich weiß, dass Sie geldsüchtig sind. Ich darf Ihnen auch nicht mit Zinsen Ihr Geldvermögen beschneiden. Ich will Sie dazu bringen, dass Sie freiwillig wieder an eine geliebte Kommune anfangen zu schenken. Dass wir in den Naturzustand der Bonobos heute, von heute, und des Homo erectus von vor 400.000 Jahren zurückgehen, zurück zur Natur, Jean-Jacques Rousseau im positivsten Sinne, und dass sie anfangen, alles ihrer geliebten Kommune zu schenken, und dadurch die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht, wir die Staatsgrenzen irgendwann aufheben können und das Geld sogar irgendwann abschaffen können. Ja, aber soweit. Erstmal Sie wieder dran. Ja, das ist alles sehr schön. Nur würde ich das vielleicht parallel einführen. Zunächst mal würde ich das Problem mechanisch lösen. Ich möchte dazu mal ein Beispiel aufgreifen. Mein Onkel war der Betriebsleiter der Höchstergebirge Griesheim, ja. Und ich sollte die Abwasserreinigungsanlage dort übernehmen, ja. Wir hatten geplant, diese Abwasserreinigungsanlage dann wieder zu schließen und stattdessen die Kreislaufchemie einzuführen. Die Labors waren schon vorhanden. Ja. So, nun wurde aber die Sache nie real, weil einfach das Geld aus der Firma gezogen wird durch den Kapitalismus. Ja. Das heißt, es muss immer mehr Geld gespart werden in der Firma, um die Gewinne zu realisieren der Aktionäre. Ja. Und so wurde eine wichtige Sache eigentlich verhindert, nämlich die Kreislaufchemie, die wir schon längst hätten angehen sollen. Ja. Und auch das Problem wird gelöst, wenn wir das exponentielle Wachstum brechen. Was heißt das jetzt für eine Gesetzesänderung für den Milliardärskönig in Deutschland? Das bedeutet eigentlich überhaupt keine. Für ihn speziell, ja. Es bedeutet, dass die Zinssätze und die Renditen kontrolliert werden. Wer wenig hat, bekommt viel Rendite. Wer viel Geld erwirtschaftet, wer viel Geld an der Börse einsetzt, bekommt relativ wenig Rendite. Wer viel Geld auf dem Konto hat, bekommt wenig Zinsen. Wer weniger Geld auf dem Konto hat, bekommt mehr Zinsen. Ja? Genau umgekehrt, wie es jetzt ist. Wenn Sie jetzt Geld haben, bekommen Sie immer mehr Geld dazu. Ja? Bedeutet, Kapital wächst exponentiell. Ja? Das zu brechen, führen wir den reziproken Zinssatz ein. Ja? Und der wird aber von Fall zu Fall bestimmt. Ja? Wie ich es beschrieben habe. Ja? Wird ein Auto gekauft. Was wollen wir erreichen? Wollen wir grüne Felder erreichen? Dann wird der Bauer
für grüne Felder belohnt. Ja? Er kann sich einen Kredit nehmen, zum niedrigen Zinssatz zum Bleistift. Ja? Wenn er mit dem grünen Feld Geld verdient, ja, bekommt er eine hohe Rendite. Ja, bekommt viel Gewinn. Ja? Und so weiter und so fort. Ja, ja, jetzt bin ich erstmal wieder dran. Sie hatten es ja piepen gehört, gell? Mhm. Ich habe es gehört. Ich wollte es nur zu Ende führen jetzt. Ja. Es wäre noch ein bisschen weiter gegangen. Aber ja, aber machen Sie gleich, machen Sie gleich. Es wird jetzt auch deutlicher, denn ich glaube, lieber Milliardärskönig, wir sprechen ja gerade zu dritt, ja? Wir sprechen ja, haben ja eine Dreierrunde. Lieber Milliardärskönig, ja? Was ich Ihnen sage, ist eben wieder was ganz anderes, nämlich, dass ich sage, ich glaube, Sie würden sagen, ja, wenn ich dann, der ich Milliarden habe, eine geringere Rendite kriege, weil die Zinsen entsprechend so geschaltet sind, dann würde es ja bedeuten, und ich habe ja letztens mit einem Kollegen von Ihnen eine Sendung gesehen. Ich habe eine Sendung gesehen, auch bei Punkt Preradovic mit dem Ex-Milliardär Florian Homm. Das ist ja ein früherer Kollege von Ihnen. Und der sagte, ach, ist das peinlich, ja, wenn man so 300 Millionen hat, ach, ist das so peinlich, das sollte man verschweigen, weil das ist ja so peinlich. Also richtig ist man unter den Milliardärskönigen erst akzeptiert ab der ersten Milliarde, ja, und wenn man da mit 300 Millionen, das ist so peinlich, das ist so, ja, also ich verstehe, lieber Milliardärskönig, Sie leben in einer ganz anderen Welt, als wir uns vorstellen können. Für Sie zählt eigentlich nur die Höhe der Milliarden. Jeff Bezos jetzt mit 150 Milliarden, das ist einer, ne? Das ist einer. Mark Zuckerberg mit so und so viel Milliarden, das ist einer, ja, und das verstehe ich. Sie sind eben machtsüchtig und geldsüchtig. Und dafür habe ich vollstes Verständnis. Und da gehe ich Ihnen nicht dran. Wir gehen Ihnen da nicht dran, weil wir wissen, dass es bei Ihnen Angst auslöst und Sie dazu bringen könnte, Deutschland zu verlassen, Ihre Unternehmen mitzunehmen, Ihre Niederlassungen zu verkaufen und in Deutschland und Ihre Innovationsabteilung ins Ausland zu verlagern. Und dann haben wir in Deutschland weniger Arbeitsplätze und das will ich nicht. So, Sie sind dran. Okay, mein System funktioniert nicht auf Deutschland bezogen. Es muss weltweit durchgesetzt werden. Ja. Wir müssen uns da weltweit einigen. Ja. Ja. Das muss ist nicht ganz leicht, weltweite Einigung. Das muss weltweit so eingeführt werden. Aha. Sonst machen das hier die deutschen Milliardäre auch nicht mit, zu Recht nicht. Ja. Ja. Wenn die hier eben seine Macht beschneiden, ja, dann holen ihn vor allen Dingen die Amerikaner, ja. Die nehmen alles weg. So geht das nicht, ja. Ja, vor allem, wenn es eine weltweite Lösung ist, können es die Leute viel leichter akzeptieren, ne? Weil es ja dann für alle ist. Es muss eine weltweite Lösung sein und wir müssen mit allen Milliardären sprechen und die müssen sich im Klaren sein. Wenn du das weiter so laufen lässt, ja, ziehst du das Kapital aus dem Pott, ja, du machst dir deine Probleme selber. Eigentlich sitzt du auf deinem Ast und sägst kräftig dran rum. Ja. Genau. Und das kannst du so und so und so verhindern. Ja, dann hast du zwar nicht so viel Geld, ja, aber die Verhältnisse sind nur anders. Ja. Dann sagt nämlich der eine, ich habe 5 Millionen auf meinem Konto, ich habe 6 Millionen auf meinem Konto. Ja. Und nicht mehr mit 20, 30 Milliarden oder so. Genau, ja, und das tut nicht weh, ne? Geld darf er haben, ja. Diese Sicherheit braucht der Mensch einfach, ja. Das hat schon Keynes entwickelt, ja, in Tests, ja. Der Mensch, der besorgt sich zuerst was zu essen, dann was zu essen für seine Familie, dann ein Dach über dem Kopf, dann fängt er an zu konsumieren und dann spart er für die Sicherheit. So muss es sein, ja. So ist es in uns festgelegt, das gibt uns Sicherheit, ja, das gibt uns Freude. Ja, und das will auch der Milliardär, der will nichts anderes. Es ist natürlich wie auf dem Schulhof, ja, da sind andere Jungs, ja, und die haben dickere Eier und da muss man halt mitspielen, ja, und das ist das, ja, und das kann er auch mit meiner Zinsbegrenzung halt auf einem anderen Niveau, ja, und wie gesagt, wenn er sich eine dicke Villa bauen will, ja, dann
ja, gibt er ja Geld in die Gesellschaft wieder rein von seinem Konto. Ja. Ja, ja. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Das fand ich jetzt, wir haben nämlich jetzt so ungefähr noch eine halbe Stunde, dann schaltet die Kamera von selbst ab, ne? Weil das dann voll ist, die Karte. Okay. Und wir werden Sie meinen, wir sollten zum Ende kommen? Nein, nein, also wir haben ja noch eine halbe Stunde, ja. Okay. Ich muss nur immer die Zeit im Blick halten. So, jetzt mein Beitrag, meine Antwort. Jetzt antworte ich mal auf Sie, weil wir ja zu dritt sprechen mit dem Milliardärskönig, ja. Und zwar folgendes. Ja, weltweite Lösung wäre ideal, weil nämlich alle sind bereiter, eine Änderung des Systems zu machen, wenn es für alle Milliardärskönige gleich wäre und fair wäre. Das sehe ich also, das wäre dann viel leichter. Das sehe ich nämlich auch bei dem, Sie kennen vielleicht die Diskussion um die Frage eines weltweiten Emissionshandels für CO2 und andere Lufttoxine, ja? Also haben Sie ja bestimmt schon mal gehört. Und da ist es so, da hat Professor Hans-Werner Sinn ja vorgeschlagen, dass wir erstmal mit einem Club der Willigen anfangen, bei dem es dann so ist, dass bei diesem Club der Willigen sozusagen sich die Staaten sozusagen verpflichten, die in den Club eintreten, idealerweise China, Indien, USA, Europa, ja, ne, Anfangsclub, dass die sagen, wir sind alle bereit, den gleichen Emissionshandel zu machen für CO2 wird extrem teuer, ja. Also alles andere, außer was Menschen ausatmen, wird bepreist. Auch wenn Tiere ausatmen, Nutztiere ausatmen, CO2 ausatmen oder Methan. Alles wird bepreist in Zukunft. Ja. Ja, alles. Und zwar jeder Luftschadstoff, alle Stoffe, die Luft verunreinigen, bis hin zu CO2. Alles wird muss bezahlt werden in Zukunft. Ja? Und die Meere werden, Dr. Markus Krall hat einen guten Tipp, die Meere werden alle Privateigentum einzelner Staaten und dadurch werden wir pfleglich mit den Meeren umgehen, weder Plastik dort reinschütten, noch Überfischung betreiben, weil es dann Privateigentum eines Staates ist. Ja? Und dann sozusagen haben wir, und dann haben wir erheben wir riesige Einfuhrzölle für alle, die nicht zum Club der Willigen gehören, sagt Professor Sinn. Weil das dann dazu zwingt, alle bei dem Club mitzumachen und dann wird jedes Land der Erde sagen, okay, wir schließen uns diesem Emissionshandel an, zahlen alle auf der Welt den gleichen Preis für die Luftverschmutzung und das ist dann akzeptabel auch für die USA, weil die sagen, ja, dann behalten wir doch unsere relative Stellung im Weltwettbewerb, halten wir ein, während wenn wir gezwungen würden, den Vorreiter zu machen, dann würden wir unsere eigene Wirtschaft schwächen. Und die Wirtschaft der anderen würde gestärkt werden. Und das wollen wir nicht, denn wir als USA wollen das führende Imperium bleiben. Aber jetzt sind wieder Sie dran. Ja, die USA. Da sehe ich auch Probleme. Aber das lasse ich erstmal so dahingestellt. Ich möchte auf die wahren Kosten eingehen von Produkten. Ja. Da müssten wir auch nochmal ran. Ja, die wahren Kosten von Produkten müssten ermittelt werden. Sie kennen das, da wird immer gesagt, der ökologische Fußabdruck. Ja, also in Wirklichkeit kosten ja die meisten Produkte, indem sie Menschen krank machen, indem sie die Umwelt vergiften und so weiter. In Wirklichkeit sind die ja viel teurer. Werfen viel mehr Kosten. Wenn ich da habe einen Lautsprecher aus Plastik, ja, für einen Computer, ja, so, dann wird er mir gelb nach 2 Jahren. Dann schmeiße ich ihn weg, weil er nichts mehr aussieht, ja. Dann fliegt das Zeugs da rum, ja. Das Ding hat 39,95 gekostet, ja. Produziert aber, wenn das dann in Afrika landet und der dort das verbrennt, um das Magnet rauszuholen, ja, und was weiß ich was, ja. Da produziert er noch immer CO2, ja. Und Gifte aller Art. Und Gifte aller Art, ja. Dann hat das Ding einen Preis, was, keine Ahnung, kann ich gar nicht beziffern, ja. Hat das Ding plötzlich, kostet das nicht mehr 39,50, sondern 5.000 Euro, bam, ja, da müssen wir ran, ja, die wahren Kosten ermitteln und die wahren Kosten auch auf die Produkte schreiben, ja, und dann
zu gleichen Preisen, habe ich natürlich folgende Idee. Ja, im Prinzip fast schon die gleiche Währung einführen, ja, oder beziehungsweise die Währungen der Länder gleichzustellen. 100 Euro sind gleich 100 Peseten, gleich 100 Dollar, gleich 100 Lira, ja, da schon mal eine Gleichheit, ja, damit wir gleiche Preise für CO2, ja, die auch gleiche Löhne, ja, damit die Arbeitskraft nicht mehr verschoben wird, ja, damit man nicht nach China geht, weil da die Leute billiger sind, ja, die müssen das Gleiche verdienen. Dann hört er auf, in China zu produzieren, weil es ihm gar nichts bringt, ja. Dann sind wir schon mal das Problem mit der Schipperei los, ja. Das wird nämlich uninteressant. So, Sie sind dran. Ja, ich bin dran und eine Sekunde, ich richte nur gerade die Uhr, damit wir wissen ungefähr, wann es sich abschaltet. Mhm. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten, ne? Okay. Also, ich finde, wir haben schon gut die Unterschiede der verschiedenen Menschen und Weltbilder so ein bisschen rausgearbeitet. Wir haben ja eigentlich nur noch einen winzigen Unterschied, nämlich, dass wir sagen, dass wir diese weltweite Einigung beim CO2 hoffentlich hinkriegen und den anderen Luftschadstoffen. Aber ob wir dieselbe weltweite Einigung jetzt, diesen Club der Willigen, für den Zinssatz auch hinkriegen, da hätte ich so meine Zweifel, weil ich da sagen würde, dazu sind die Milliardärskönige zu konsumsüchtig, zu machtsüchtig und zu geldsüchtig, ja, akkumulationssüchtig. Aber das ist so meine Schätzung. Das ist so und da ist jetzt der einzige Unterschied, dass ich also sage, wenn wir über die Wohlfühlstimme sozusagen den richtigen Preis auf die Produkte tun, ja, also genau genommen ist die Wohlfühlstimme ja die Tatsache, dass der Gesundheitsschädigungspreis mit eingerechnet wird. Also früher eine Fabrik hat Mitarbeiter und die Abgase der Fabrik vergiften sowohl die Mitarbeiter als auch die Anwohner. Und die Anwohner, die Mitarbeiter sind ja auch die Anwohner. Die haben Familien, die als Anwohner sind, die rund um die Fabrik wohnen in einem gewissen Umkreis. Und früher hat man die alle vergiftet, ja. Und dieser Preis wurde ja nicht berechnet. Aber über die Wohlfühlstimme wird er jetzt mitberechnet, denn ja, okay. Die Wohlfühlstimme der Anwohner entscheidet über den Verdienstzuschlag des Unternehmens und wenn die Luft blitzsauber ist, die null Emissionen, gibt es am meisten Verdienstzuschlag und wenn die Luft dreckig ist, gibt es keinen Verdienstzuschlag oder eventuell besteuern wir dann, also ziehen wir an den Gewinnen extrem viel ab, sodass wir also über die Wohlfühlstimme alle Preise, allerdings erstmal nur in Deutschland alle Preise reinziehen. Warum nur in Deutschland? Aber erst sind Sie dran. Okay, also ich halte generell die Wohlfühlstimme für eine gute Idee. Das steht ohne Zweifel ganz offen da. Aber ich sage auch, mit diesem exponentiellen Kapitalwachstum, ja, wird sich nichts ändern. Das Kapital wird rausgezogen, Leute werden arm und aufsässig. Ja, wir müssen unbedingt daran, das ist unser Grundproblem der Wirtschaft, ja, dass das Geld aus der Wirtschaft rausgezogen wird, auf Konten, ja, und irgendwann bricht die ganze Wirtschaft deshalb zusammen. Und an dem Punkt sind wir jetzt schon wieder, ja. Wir hatten die Wirtschaftskrise 2007, 2008, ja, haben jede Menge Geld da reingepumpt, ja, und das ist auch schon wieder fort, ja. Und wenn wir jetzt nach Corona, jetzt pumpen wir da wieder Geld, jetzt werfen wir all unser Geld da rein, ja, all unser Steuergeld, alles, was wir haben, werfen wir jetzt in die Wirtschaft. Und Sie werden sehen, in 10, 20 Jahren ist es schon wieder aufgebraucht und wir stehen schon wieder da wie jetzt, ja. Die Börsen klemmen, es geht nicht mehr weiter, es geht hinten und vorne und es hat sich an der Umwelt kaum was getan. Und ich sage einfach, der Leidensdruck wird noch größer werden, ja. Und
dann wird man sehen, jawohl, so geht es nicht mehr. Ja, wir müssen das exponentielle Kapitalwachstum stoppen, damit wir das Geld hier im Pool haben, hier Frieden, Freude, Eierkuchen haben. Ja. Keine Demonstranten, keine Rechte, keine Linke, Pseudo-Linke, ja. Ich bin ganz zufrieden jetzt mit der Linken, ja. Es ist eine linksgerichtete demokratische Abteilung mittlerweile, ja. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ja, also wie gesagt, wir wollen es nicht und werden es auch nicht schaffen, jetzt aus unseren beiden Modellen ein Modell zu machen. No, das ist auch nicht das Ziel. Der Zuschauer muss ja sowieso entscheiden, was er macht. Ja? Denn warum machen wir diese Sendung? Eigentlich nur, um den Zuschauer dazu zu bringen, zu sagen, ich will eine Änderung in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus. Davon sind ja schon viele Menschen unendlich weit entfernt. Ja? Und wir bieten jetzt denen einfach nur zwei nicht identische Lösungsansätze zum Ausstieg aus dieser Form der Marktwirtschaft an, sozusagen, aus dieser Form des Kapitalismus an. Ja? Denn für mich sind ja Kapitalismus und Marktwirtschaft im Wesentlichen Synonyma für uns. Ja, ja, also von daher sozusagen jetzt entsprechend meine Antwort. Also, ich sehe die große Gefahr darin, also dass wir sagen, warum nur Deutschland erst einmal? Die große Gefahr ist immer, die ich in der Welt sehe, dass die Linksextremen zum Beispiel immer sagen, wir müssen gleich eine Lösung mitmachen, die auch die afrikanischen Länder rettet, alle dritte Weltländer rettet und so weiter. Ja? Das ist humanistisch schön gedacht, so im Sinne deines Liebe deinen Nächsten. Und die Linksextremen meinen damit immer auch gleich die ganze Welt. Deswegen sagen ja auch die Linksextremen, Grenzen auf. Fridays for Future macht gerade irgendwas mit Grenzen auf. Seebrücke, ja, Seebrücke. Grenzen auf. Alles aus aller Welt, alle Leute, die wollen, sollen nach Deutschland und nach Europa kommen können. Ja? Wir wollen ja die United States of Northern Europe. Wir wollen ja einen Staat. Wir wollen ja, wir empfehlen die United States of Northern Europe. Ja? Mit Englisch als Kernsprache. Ja? Also, dass wir endlich ein vernünftiger Staat werden. Ja? Und dann United States of Southern Europe und vielleicht gibt es dann irgendwann die Fusion aus United States of Northern. Und wir wollen den Euro, also den Southern Euro, und den Northern Euro, wegen der großen wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Nord und Süd, ja? Und wenn wir uns jetzt als United States of Northern Europe, können wir nicht die Grenzen öffnen für alle, sozusagen, sondern wir können erst einmal Europa sanieren, mit der Wohlfühlstimme, und dann müssen die anderen Länder ihre Länder mit der Wohlfühlstimme sanieren. Und sie müssen jedes Land für sich muss den Kapitalismus überwinden. Das ist so unser Plan. Und das ist unsere Arbeit, die wir machen. Ja. Sie sind dran? Ich finde, es gibt mehrere Lösungsansätze. Wir sollten uns nicht auf irgendwas verschleifen. Ja. Wenn wir Probleme haben, ja. Ich habe ja Psychologie studiert, ja. Da gibt es das herrliche Astronautenspiel. Kennen Sie das? Astronautenspiel? Ist das so ähnliches wie Prisoners Dilemma? Ah, es wird gefragt, was würdest du mitnehmen, wenn du in den Weltraum fliegen würdest? Ja? Ach so, sowas, ja. Dieses, ja. Und da gibt es einen Pool von irgendwelchen Sachen, ja. So, zuerst müssen alle einzeln so eine Lösung suchen, ja, und dann wird es in Gruppen geschaltet, ja. Und dabei kommt immer raus, selbst die schlechteste Gruppe, ja, hat besseres Ergebnis wie der beste Einzelne. Ja. Apollo 13, sage ich da mal zu. Ja, Apollo 13. Ich habe den Film gerade gesehen, ja. Ja, der Film ist Käse. Weil er das nämlich auch schon mit der Helden stilisiert. Ja, das Helden. In Wirklichkeit war es irgendwie die Putzfrau,
die da mitgemacht hat, die das mit dem Viereckigen und dem Runden gelöst hat, die kurz vorkommende Pirnschummer gar nicht vor. Ja. Also da haben wirklich alle mitgearbeitet am Problem und sämtliche Autoritäten sind zerfallen dort. Ja. Alle waren auf einem Niveau und haben mitdiskutiert. Ja. Also was müssen wir halt schaffen. Man sollte sich mal von den Echtzeitbericht von Apollo 13 durchlesen und nicht diesen etwas schmierigen Film sehen. Ja. Ich finde, da ist dann, wie heißt der Hauptdarsteller? Der rückt dann schon wieder... Mir liegt's auf der Zunge, wie der heißt. Aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird der Held dort wieder hochgehalten. Ja, er gilt als der Held und da gab es keinen Held, ja. Ja, dann sage ich noch mal kurz, weil wir nur noch 9 Minuten haben. Also für uns ist es noch mal sehr wichtig zu betonen, dass für uns United States of Northern Europe first gilt. Also Germany first oder United States. Dass wir also sagen, Trump macht alles vieles verkehrt, aber America first, da hat er recht. Ja? Germany first. Also die Bürger verstehen nicht, wenn wir sagen Welt first, ja? Also für uns gilt erst einmal United States of Northern Europe oder Germany first, ja? Und das bedeutet also, dass wir erst einmal sagen, erst müssen wir Deutsch, weil wir können erstmal nur Deutschland oder Österreich oder die Schweiz, wen auch immer sanieren. Einen Staat der Erde wollen wir kostenlos denn sanieren. Ja, die Professoren, unsere ehemalige Bundesgesundheitsministerin, und wir sind alle bereit, einen Staat der Erde kostenlos zu sanieren. Ja, und da haben sich genügend Professoren bereit erklärt, daran wirklich mitzuwirken. Nicht jeder muss das, sondern nur die sich bereit erklärt haben, die sind bereit, auch einen afrikanischen Staat als erstes zu sanieren. Also der erste Staat, den wir sanieren, da würde ich dann auch hinziehen, weil das wird dann der beste Staat der Erde sozusagen, ja. Und wir müssen also einmal müssen wir also dieses über die Wohlfühlstimme oder ähnliche Maßnahmen müssen wir also alles ausrichten auf Menschenfreundlichkeit. Gutes Tun wird belohnt, schlechtes Tun wird bestraft, Vergiftung der Umwelt wird bestraft, Saubermachen der Umwelt wird belohnt. Ja? Also alles reparieren und also die Erde, also den Staat in einen Garten Eden verwandeln, in einen ein Zustand, wie er vielleicht vor 400.000 Jahren war, mit sauberer Luft, sauberem Wasser, sauberer Nahrung und sauberen Medikamenten. Und dann müssen sich die anderen Staaten bei uns melden und dann sanieren wir die, einen nach dem anderen. Ne? Sie sind dran. Ja, und ich sage halt, einen Staat zu sanieren, das wird unmöglich sein, weil die anderen werden dort mitessen wollen, ja. Und die werden das ausnutzen, ja. Diese relative Schwäche, die wir dort produzieren, wenn wir an einen Staat dran gehen, ja. Ich sage Welt first und ich sage, die Menschen werden das verstehen. Der Leidensdruck wird jetzt noch größer. Stürme werden zunehmen, Überschwemmungen werden zunehmen, sogar Erdbeben und Vulkanausbrüche werden zunehmen. Weil das wird auch durch unser Handeln beeinflusst, ja. Es könnte der Stream stillstehen, ja, dann friert die halbe Erde ein, ja. Also irgendwas wird von diesen Szenarien, ja, es gibt ja verschiedene Szenarien, wird passieren, ja, der Leidensdruck wird größer werden und die Menschen werden verstehen, wir müssen jetzt erstmal an die Welt dran und nicht mehr an unseren Staat denken, ja. Und dann fangen auch automatisch, die fangen ja jetzt schon an, die Staatsführer miteinander zu reden. Und da wird das eigentlich alles ganz schnell werden. Ich setze auf den größer werdenden Leidensdruck, ja, und auf eine Gesamtlösung. Deswegen heißt meine Webseite ja auch International Work Group, also internationale Arbeitsgruppe, ja. Und ich glaube auch nicht, dass eine Lösung, dass meine Lösung die beste ist, ja. Das ist Blödsinn, es gibt viele Lösungen und wir werden sie am besten vermischen. Das Viereckige mit dem Runden zusammen kann funktionieren, wenn man da einen Lassen hat.
einen nassen Lappen reinsteckt. Ja, und so kann man das abdichten und dann funktioniert das. Ja, also ich bin absolut dafür, die Wohlfühlstimme mit meiner Lösung zu kombinieren, wenn das erforderlich ist. Ja. Ja, super. Wir nähern uns den letzten Runden, aber ich finde, wir haben jetzt schon, wir können jetzt schon sagen, liebe Zuschauer, ich denke, wir haben sehr plastisch nebeneinander gestellt, die Unterschiedlichkeit. Jetzt hatten wir auch die erste Äußerung in Richtung, man könnte das beides ja auch kombinieren, ja? Und deswegen haben wir doch eine tolle Sendung gemacht, die Ihnen einen Einblick und einen Einstieg gegeben hat. Und ich zeige gerade nochmal hier Ihre Homepage nochmal, dass Sie Leute die finden können. Die heißt also International Work Group, also internationalworkgroup.org oder .de? Man kann sie als .de erreichen, muss man aber das HTTP vorsetzen, ja. Ja. Wenn man HTTPS benutzt, dann muss man com hinten anhängen. Ah, ja. internationalworkgroup.com, ja, also gut, dann mache ich nochmal weiter mit meinem Text. Sie haben was ganz Wichtiges angesprochen, die relative Schwäche, genau das ist der Punkt. Es wird für Deutschland bei der Wohlfühlstimme und bei den anderen Reformen eben keine relative Schwäche geben, sondern eine relative Stärke. Ja, das heißt, die United States of Northern Europe würden die Weltmacht werden, weil mit 500 Milliarden Euro pro Jahr Zusatz volkswirtschaftliches Gewinn sozusagen für Deutschland alleine, das würde bei den United States for Northern Europe wahrscheinlich mehrere Billionen bedeuten, als volkswirtschaftlicher Gesamtgewinn jährlich. Das heißt, wir würden ein riesen Wirtschaftswunder bekommen in der Volkswirtschaft der United States of Northern Europe. Ich sage immer United States, weil ich will diesen Deutschtümeleiern gleich allen Wind aus dem Segel nehmen. Wir müssen weg von Deutschland. Wir müssen zu United States of Northern Europe kommen und später zu United States of the World. Das ist klar, da müssen wir hin. Und wir würden dann unsere Abwehrrüstung, wir wären nicht schwach, wir wären die Stärksten. Wir würden Defensivrüstung machen, wir würden also unsere Rüstungskonzerne würden nur noch Geld verdienen für einen Defensivraketenabwehrriegel, der in der Boden verankert ist, mit Mini-Raketen, die nicht zu Angriffen geeignet sind, sondern nur zur Zerstörung ankommender Raketen geeignet sind, die aber so high-tech sind, weil wir mit den 500 Milliarden pro Jahr allein für Deutschland so viel High-Tech entwickeln können, dass wir sozusagen mit diesen Mini-Raketen jeden Angriff abfangen können und wir fordern natürlich dann die anderen Staaten auch auf, sofort auch abzurüsten sozusagen. Ja, also wir werden aus einer Position der Stärke können wir ändern. So, Sie sind dran. Sie haben eine Minute für Ihr Schlusswort. Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass sie die anderen Staaten dann da raushalten, die anderen Milliardäre, ja. Ich glaube nicht, dass die verbliebenen Kapitalisten, wenn wir in einem Land jetzt anfangen und uns mit den anderen nicht unterhalten, ja, dass die uns dann in Ruhe lassen, ja. Das ist das eine, ja. Ich denke schon, dass wir es gleich sofort international lösen müssen, ja. Länder bestehen lassen, auch die Wirtschaft bestehen lassen. Ja, erstmal alles so bestehen lassen und an das Problem selbst dranzugehen. Kapital wächst exponentiell. Das müssen wir verhindern. Genau das haben wir beim Coronavirus gemacht. Ja, so viel Ihr Schlusswort. Genau, Sie sagen, wir brauchen die internationale Lösung. Und wir sagen, ja, es wäre schön, wenn wir die internationale Lösung bekommen könnten. Aber ich fürchte, wir müssen froh sein, wenn wir mit einem Staat der Erde anfangen können, der den anderen Staaten der Erde zeigt, wie der Ausstieg aus dem Kapitalismus, aus dem Raubtier- und Heuschreckenkapitalismus und der extrem schädlichen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall funktioniert. Das müssen wir an einem Staat zeigen und der muss so stark sein, dass er nicht eroberbar ist.
weil sonst die anderen Kapitalisten der anderen Länder einen Krieg starten werden und uns behandeln werden wie die nordamerikanischen Indianer. Und das müssen wir verhindern. Ja, und ich sage halt, die Natur wird uns diese Internationalität auch aufzwingen. Ja, wir müssen schnell handeln, wir müssen international handeln und wir müssen jetzt handeln. Und wir müssen das Problem beseitigen. Und das Problem mit dem exponentiellen Wachstum, das haben wir gerade bewiesen, beim Coronavirus, wir können eine exponentielle Kurve durch Maßnahmen brechen und das relativ einfach. Ja, und das müssen wir auch tun. Ja, nur auch dort ist ja international halt. Nur haben wir leider zum Beispiel bei Corona, es wird jede Sekunde stoppen, noch nicht mal eine internationale Lösung, sondern jedes Bundesland macht quasi im Sinne einer Kleinstaaterei seinen eigenen Weg. Also insofern ist es quasi so, dass wir von internationalen Lösungen leider unendlich weit entfernt zu sein scheinen. Das Paris-Abkommen ist ja nur eine moralische Verpflichtung, aber eben nicht wirklich verpflichtend. Also wir haben bis jetzt leider kein einziges wichtiges internationales Bündnis, denn die UNO ist ja auch nur ein Papiertiger. Ja, wer halt der Meinung ist, dass...